Würde ich sagen, fangen wir mal ganz offiziell an. Hallo, liebe Anna, herzlich Hallo, liebe willkommen. Claudia. Freue mich sehr, dass du dabei bist. Und ich bin schon ganz neugierig auf die Dinge, die du uns erzählen wirst. Und ich glaube, meine Gäste, die sonstigen Gäste, die zugucken, auch. Ich hoff's. Kann Ich bin man schon ein selber paar schon ganz Fragen neugierig, was stellen? ich erzählen werde. Ja, ich auch. Nichts Schlimmes, keine Angst. Aber der Hintergedanke war ja, dass man sich ja doch oft trifft und klar, wenn wir uns treffen, reden wir über die Ponys und so, aber trotzdem, es gibt immer noch Dinge, die ich gern erfahren würde, um die Leute ein bisschen besser kennenzulernen. Und da nutze ich eben diesen Kaminabend dafür. Und das Feedback bisher war sehr gut. Also, Ich habe mir heute noch überlegt, ob ich einen kleinen Kamin zeichnen soll, aber ich hatte nicht die Zeit. Oder ich hätte zu meinem Vater ins Haus fahren können. Dort hätte ich einen riesigen Kamin, aber dort ist keiner zu Hause. Und dann hätte ich schon wieder die Paranoia geschoben, dass ich das Haus okay. abfackel. Oder eben dort auch die Internetverbindung jetzt nicht so prickelnd ist. Also willkommen vor dem Kasten. Ja, genau. Und ich habe hier Kerzen drin, aber das ist egal. Wir stellen uns unseren Kamin vor. Genau. Das ist immer, ich hätte mir das vorher gut überlegen sollen, wie ich das nenne. Es hat sich so ergeben, weil es so kurz vor Weihnachten war. Und aber vielleicht, wenn ich das wieder mache, lasse ich mir was Besseres einfallen, bessere Namen. Naja, Aber ist es auch würde egal. jetzt auch nicht so prickelnd klingen, wenn wir sagen, die Bürogespräche oder so irgendwie. Ich glaube, Kamin, Abend, es ist noch immer nicht leider Frühling. Ja, also ich denke mir, Kamin und große Tasse Tee oder so, irgendwie, das passt schon noch ganz gut. Wobei, bei euch ist nicht Frühling. Doch, diese Woche war jetzt sehr schön, sehr sonnig. Angeblich soll es noch mal nächste Woche schneien. Okay, erstmal habe ich jetzt nicht geguckt, aber ich habe es zumindest die letzten 2 Tage genossen. Es war wirklich wunderschön. Es war ein bisschen mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil so ein richtiger Winter war noch nicht, so bei uns zumindest. Und so wie es aussieht, bleiben jetzt unsere Pferde bis Mai auf dem Paddock, weil normalerweise, wenn es gefroren hat oder Schnee hat, dann dürfen die auf die Koppel. Sieht jetzt nicht mehr so aus danach. Also müssen die jetzt lang, lang auf dem Paddock bleiben. Finden die jetzt nicht so prickelnd. Aber gut, ist so. Auf der anderen Seite war das Wetter natürlich herrlich. Ja, wirklich frühlingshaft. Ja, voll. Also ich bin ja auch nicht unbedingt von der Kälte her der größte Fan. Also ja. Ja, gut. Anna, fangen wir doch mal gleich damit an. Ich denke, die allermeisten kennen dich ja natürlich. Du bist ja sehr bekannt. Du warst eine der ersten, die aus unseren Reihen deinen Blog wirklich regelmäßig geschrieben hat. Du hast deinen Blog regelmäßig geschrieben und hast auch einen Podcast. Also ich glaube, du warst die erste überhaupt aus unseren Reihen, oder? Und vor allem, muss ich sagen, vom ersten Tag bis heute in wirklich einer absoluten Regelmäßigkeit bietest du da echt High-Level-Content, muss ich sagen. Dankeschön. Ja, Ich bitte. habe 2013 mit diesem Blog begonnen und ja, Kollegen aus dem Stall haben zu mir gesagt, ach, schreib das doch auf, wenn du Dinge erklärst oder wenn wir vor dem Kurs nochmal alles zusammenfassen oder nach dem Kurs oder generell deine Mitschrift immer super. Fang doch an, das irgendwie zu schreiben und das wäre doch super, wenn das für alle zugänglich wäre und auch irgendwo zum Nachlesen und so weiter. Und das war, wie gesagt, ich glaube, im Februar 2013 ging es los und ich hätte mir nicht gedacht, nicht um die Burg, wirklich, dass es möglich ist, dass ich jede Woche mindestens ein oder zwei Beiträge schreibe. Also letztes Jahr durch Corona und so weiter, da hatte ich dann ein bisschen mehr Zeit und es ist dann auch eine liebe Angewohnheit quasi geworden, dass ich die Dinge, also heute zum Beispiel aktuell habe ich einen Blogbeitrag über
die Frage, wie viel sollte man mit Fohlen machen, weil ich auch in sozialen Medien da einiges in den letzten Tagen, Wochen mal beobachtet habe, wo die Leute sich Fohlen kaufen und dann sofort anfangen auszubilden. Und diese Frage hat mich auch sehr beschäftigt. Also das heißt, es ist durchaus so, dass ich manchmal Dinge, wenn ich einfach Zeit habe oder im Flieger sitze und ich kann sehr, sehr schnell schreiben. Das ist sicher noch aus meiner Zeit vom Radio so. Wenn man den Zeitdruck hat, innerhalb einer Stunde eine Nachrichtensendung vorzubereiten, dann geht das ratzfatz. Und Schreiben macht mir auch sehr Spaß. Also ich schreibe manchmal wirklich viele Beiträge auf Reisen vor. Aber das sind schon immer Themen, die mich auch irgendwie beschäftigt haben, wo es einen Austausch gegeben hat, wo ich auf dem Kurs war, wo ich selber für meine Pferde gerade gedacht habe, ah, jetzt denk nochmal über Takt nach oder über was auch immer. Genau. Ja, also genau, das wäre meine Frage so gewesen, wie du auf diese Themen kommst oder nach welchen Kriterien du entscheidest, aber hast du ja schon erklärt, also Dinge, die dir begegnen, die dich selber beschäftigen, die dir aufstoßen, wo du, genau. Denkst, okay, also nochmal was dazu zu sagen aus unserer, aus deiner Sicht. Genau, auch sehr oft, was häufige Fragen sind, also es kann mir ja auch jeder sehr, sehr gerne eine E-Mail schreiben und sich ein Thema wünschen. Also das ist auch in den letzten Jahren sehr häufig vorgekommen und das macht auch irgendwie sehr viel Spaß, so auf Zuruf quasi zu schreiben und sich was zu wünschen. Was mich ja persönlich immer sehr überrascht, muss ich sagen, ich habe mit dieser Serie, wo die alten Meister in einen Dialog miteinander treten, angefangen und dann waren die Feinen Hilfen die erste Zeitschrift, die darauf aufgesprungen ist und dann war es auch die Reitkultur, wo ich selber sagen muss, quatsch mal mit Stefanie Niggemeier und das war ein, wie soll man sagen, ein Amuse-Bouche, was ich mache und sie serviert dann den Hauptgang. Das Aber es sind dann auch so lustige Dinge, die man selber sich gar nicht gedacht hätte, dass dieses oder jenes Thema einen so packt oder interessiert oder dass man sich dann ein Folgethema wünscht oder dass man auf ein Thema, wo man sich denkt, das schreibe ich jetzt mehr für mich, weil ich gerade da recherchieren möchte und dann kommt wahnsinnig viel Zuspruch. Genau. Aber das ist, wenn ich das so richtig verstehe, ist es schon so, nicht so wie bei mir. Ich brauche wirklich sehr lange, wenn ich so eine Idee habe, dann mache ich erst so Stichpunkte und dann formuliere ich das. Das heißt, du kannst wirklich so aus dem Kopf direkt aufs Blatt schreiben, liest einmal noch drüber und dann ist es das, oder? Ja. So kann man sich das vorstellen. Genau. Ich habe einmal einen Beitrag, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Beitrag das war, aber Annika Keller fand den super und hat mich dann aber netterweise darauf hingewiesen, wie viele Fehler die Autokorrektur gemacht hat. Okay. Vom neuen Laptop. Also da habe ich mea culpa, shame on me, nicht mal wirklich genau drüber geschaut. Genau. Ja, also sehr beneidenswert, muss ich sagen. Ich habe jetzt so gleich zwei so Stränge im Kopf. Womit fangen wir an? Tatsächlich muss ich ja sagen, dass du mich bei meinen ersten Artikeln sehr stark unterstützt hast. Und das immer gleich bei dem einen Thema. Du warst ja diejenige als, als Chefredakteurin, oder? Mhm, ja. Die unsere Buchreihe überhaupt ins Leben gerufen hat und die ersten zwei oder drei Bände, Bände, glaube ich, gell? Vier. Die ersten vier sogar, entschuldige. Erfolgreich auf den Markt gebracht hat. Magst du ein bisschen was darüber sagen? Ja, gern, natürlich. Also es war grundsätzlich so, ich muss jetzt in der Zeit ein bisschen zurückdenken. Genau, ich hatte das Angebot bekommen, so etwas wie Feine Hilfen redaktionell zu begleiten. Okay. Und das habe ich Bent erzählt und habe aber auch gemeint, weil das war das erste Jahr als Trainer, also mit der Lizenz damals. Und ich habe gemeint, das wäre jetzt natürlich, also
mein journalistisches Ich von früher hätte sich natürlich gefreut über so ein Angebot, wenn das 10 Jahre davor gekommen wäre. Mhm. Sobald ich mir natürlich auch die Marke Bernd Panderup Trainer umhänge, bin ich schon nicht mehr neutral. Und ich hätte jetzt mir sehr schwer getan, wenn ich draufkomme, dass, also die Pferdewelt ist ja leider nicht immer rosig. Und man sieht dann Person 1 sozusagen auf Facebook dann plötzlich eine massive Kritik an der akademischen Reitkunst. Und um Gottes Willen, Kritik ist ja auch irgendwo berechtigt. Aber ich hätte mich einfach in dieser Rolle nicht wohlgefühlt. Mhm. Und dann war es wohl so, dass Bent diese Idee aber sehr gut gefallen hatte, wenn man so ein Bukazin machen könnte. Mhm. Und dann kam auch schon die Nicola von Rabenstein mit ins Spiel und die war auch sofort begeistert und mit an Bord. Das ist ja auch diejenige, die diese sehr schönen, also ich finde ja auch dieses Blüvinell-Buch, das Bent gemacht hat, wunderschön gestaltet. Das ist die Grafikerin, die hat... Genau. Das Ganze. Dem die ganze das Bild gegeben. Mhm. Genau, die hat auch die ganzen Bücher von Bent bei Katmos sozusagen gelayoutet. Dann waren wir zu dritt da, Nico, Bent und ich. Und Nico macht ja sehr viel für viele Verlage und hat dann gemeint, sie geht jetzt auf die Suche und versucht dieses Bukazin sozusagen mit einem Verlag umzusetzen. Und genau, und Bent hatte sich dann auch mich als Chefredakteur hier sozusagen gewünscht. Und sobald es dann hieß, wir sprechen quasi nur mit Kollegen, also es wird wirklich ein rein akademisches Produkt, aber wir können da eben auch ganz viele Facetten und Ansichten zu einem bestimmten Thema von den Trainern beleuchten, fand ich das richtig cool, hab Lunte gerochen sozusagen. Und ja, so haben wir es dann mit Müller-Rüschlikon umgesetzt. Allerdings wurde es eben ein Buch, weil es mit der Herausgabe von Zeitschriften und so weiter, das ist nicht so einfach und vor allem auch mit dem Deutsch-Englisch, wie das gewesen wäre. Also da scheiterte es einfach nur unter Anführungszeichen, also an der praktischen Umsetzung. Deswegen wurde es eben ein Buch. Ich denke, es hat so ein bisschen den Magazincharakter behalten, ist natürlich aber auch schwer, wenn man sagt, es ist jetzt das eine, aber dann doch nicht das andere. Ne? Also genau, weil ich glaube, also es ist ganz gut, denke ich mir, dass jetzt zum Beispiel die Selina auch noch das Buch Bodenarbeit generell so als roten Faden auch noch aufgenommen hat heuer. Weil jetzt sozusagen die Ausgabe Bodenarbeit, die ich gemacht habe, die ist einfach auch wirklich so zu betrachten, dass man halt von jedem Trainer so ein bisschen, wo sind seine Schwerpunkte, wie sieht er das Thema, wie setzt ein Trainer aus Schweden, ein Trainer aus Dänemark und so weiter das um. Genau. Hast du eigentlich ein Lieblingsband bisher? Longieren. Ja, okay. Mhm. Den fand ich wirklich auch, also da waren die Ideen so toll, da hast ja du auch die Blickschulung drinnen gemacht, ne? Mhm. Das fand ich auch am spritzigsten schon sozusagen in der ersten Redaktionsbesprechung sozusagen, was da an Themen zusammenkommen könnte und ja, das hat mir auch persönlich am meisten Spaß gemacht. Ja, sehr schön. Bist du jetzt bei den nächsten Bänden dabei als Autorin? Weißt du, hast du schon was in Planung? Ich glaube, das aktuelle Buch ist ja schon fertig. Und, und dann die Formgebung der Oberlinie. Ist, glaub ich, ja, genau. Aber ich weiß nicht genau, ob sie da nicht schon auch alle haben. Keine Ahnung. Müsste ich mal mit Selina reden. Ja. Genau. Okay. Ja, und jetzt, also ich denke, dieses Buch war natürlich, ist ja nach wie vor ein großes Projekt, aber es ist ja nicht dein einziges Projekt. Du hast ja schon angemerkt, dass du für verschiedene Zeitschriften und Magazine arbeitest. Hast du da irgendwas gerade in Planung oder ist da irgendwas Spannendes im Projekt, auf das wir uns freuen können? Nein, bei den Zeitschriften ist es in der Tat so. Also ich habe jetzt auch vor kurzem auf Facebook geteilt. Da hat die Pferderevue, glaube ich, oder Reiterevue war das.
Und die hängen ja auch irgendwie mit den feinen Hilfen zusammen. Jedenfalls hatten die einen Beitrag übers Longieren geteilt. Da habe ich denen aber das Interview damals gegeben und auch Statements von Marius und Bent, ich glaube von den zwei, ja, und von Christopher, glaube ich, war auch noch was dabei, eingeholt. Das war eben eigentlich zum Anlasspunkt des Erscheinens des Buches Longieren. Also das heißt, manchmal schreibe ich ja was, ja, also man wird einfach gefragt, könnte ich da oder dort einen Artikel beisteuern, und das muss dann meistens sehr schnell gehen und passt eigentlich so gar nicht gerade in meinen Zeitplan, ist dann eigentlich meistens, wenn man Wochenschüler oder so irgendwas da hat. Genau, also ja, die Zeitschriftenanfragen, die kommen immer wieder, das ist auch dann immer sehr lustig, aber meistens eben nicht wirklich so, dass ich es im Jahresplan genau berücksichtigen kann oder hast du ein Lieblings? Hast du irgendwie eine dieser Zeitschriften, die du persönlich gerne liest, die du empfehlen kannst? Also die Feinen Hilfen habe ich eigentlich immer sehr gern gelesen. Das fand ich von der Menge so auch sehr nett, wenn man es auch auf Reisen mitnimmt. Ich fand die Reitkultur auch nicht schlecht. Die gibt es ja leider jetzt so nicht mehr. Okay, weiß ich gar nicht. Habe ich gar keinen Überblick über den Markt, muss ich gestehen. Aber ich gestehe jetzt, meistens versinke ich lieber in etwas intensiver in der Kost. Also wie gesagt, ich habe ja mein jährliches Date mit Gustav Steinbrecht, habe da mehrere Bücher sozusagen. Also es ist immer die gleiche Ausgabe, aber ich habe da das eine Buch, das habe ich, glaube ich, 2011 genau zum ersten Mal gelesen. Und das ist sozusagen der DAPI gewidmet. Und da hatte ich für die DAPI lauter Notizzettel, lauter kleine Post-its, lauter Notizen drinnen. Das ist Tabis Steinbrecht. Ist Tabis Steinbrecht. Ja, genau, das ist Tabis Steinbrecht. Und den kann man eigentlich nicht mehr lesen. Also den könnte ich auch, ich hatte den mal wo mit und eine Schülerin, ach, kann ich mir das bis morgen ausleihen? Du wirst kein Wort verstehen, weil da so wie die Kritzel von mir drinnen ist. Und genau, also so lese ich Steinbrecht einfach jedes Jahr wieder und vereine da auch immer wieder meine Notizen, was ich für jedes Pferd rausgefunden habe, was für mich neu war oder was einfach total spannend sich heute, also im Heute, komplett anders anfühlt oder man das Gefühl hat, jetzt weiß ich, wie sich das auch unter meinem Gesäß sozusagen anfühlt, worüber er da geschrieben hat. Und vor einem Jahr musste ich mich quasi munter halten, weil Steinbrecht ist schon etwas, wo man sehr konzentriert lesen muss. Also nichts, was man zum Bett sozusagen legen sollte. Ach, und dann arbeitest du wirklich von vorne bis hinten durch oder nimmst du dir einzelne Kapitel? Also jährlich? Nein, bei meinem jährlichen Date arbeite ich ihn wirklich von vorne bis hinten durch. Oh, krass. Genau. Okay. Wow. Und ich freue mich auch immer sehr über die schönen Zitate, die er über die Trakehna bringt, weil das gefällt mir natürlich auch sehr. Bist du dann auch so jemand wie die Stefanie Nickemeyer, die sich das alles merken kann? Kannst du dir diese Zitate und diese Jahreszahlen und, also ist gar nicht inhaltlich, das ist wieder was anderes, glaube ich, weil man da einen Kontext hat und einen anderen Zugang, aber bist du so jemand, der sich so Fakten, so Daten und so Zeilen ganz genau merken kann? Du nickst, ja. Teilweise, ja. Also es gibt ein paar Lieblingszitate natürlich, die brennen sich ein. Aber ich merke mir vor allem sehr gut, wo ich was finde. Okay. Ich habe ja auch Psychologie studiert und es war ein Thema mal, dass man, wenn man mal etwas gelernt hat, dass man das nie vergisst. Also das habe ich mir aus dieser Vorlesung gemerkt. Aber es kann sein, dass man es quasi im Kopf, in der eigenen Library, nicht mehr findet. Finde ich charmant, ne? Also ich dachte dann, wenn ich zur Prüfung gehe und was gerade nicht weiß, kann ich sagen, ja, ich finde es gerade nicht. und das ist aber der große Vorteil. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel eben einen Artikel schreibe, dann weiß ich ganz genau,
muss ich vorne oder weiter hinten? Also das ist jetzt nicht durch die Post-its belegt, sondern ich weiß wirklich recht gut, wo ich was finde. Und somit kann ich die Dinge auch relativ gut nachschlagen, wenn ich was brauche. Also hast du ein fotografisches Gedächtnis? Ja, ganz gut, würde ich sagen. Ja, also tatsächlich, das habe ich auch, aber ja, doch viel mehr auf Bilder und so ja, Textverläufe bezogen, tatsächlich. Also da kann ich mich so ein bisschen dran orientieren. Also du sprichst von Steinbrecht. Ich denke, der liegt bei vielen von uns ganz oben auf der auf dem Nachttisch. Ja, was ich noch lese, ich schaue nach rechts in mein Bücherregal. Ein Tipp. Super, immer her damit. Ich habe mir das ist, sieht man jetzt auch nur gespiegelt, gell? Das ist der Friedrich von Kahne. Ja, genau. Und ich denke mir noch, es ist. Wo hast du den hier? Amazon. Nicht empfehlenswert. Nein. Weil ich lese so und denke mir, der ist aber total wirr. Okay. Auf der einen Seite schreibt er das und auf der anderen Seite schreibt er das, bis ich drauf gekommen bin, dass die Seiten völlig unzusammenhängend gebunden waren. Was? Oh ja. Gott. Also es ist irgendwie so ein Reprint, bla bla bla. Ja. Also oje. Ja, genau. Also es passen einfach viele, viele Seiten nicht zusammen. Und es gibt aber den Friedrich von Krane tatsächlich, wenn man es googelt, als freies Google-Dokument. Auch mit seinen Zeichnungen drinnen. Das ist eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Sache. Kann man sich leicht mitnehmen und ja. Sehr schön. Das habe ich dann so gelöst. Aber ich finde es trotzdem immer ganz schön, ein Buch stehen zu haben. Aber wie gesagt, also es sind diese Heisentutz Classic Reprint Series, aber sie haben es nicht. Ich glaube nicht, dass es nur bei meiner Ausgabe so ist. Oh, je, das auch schon mal bestätigt. Oh, das ist bitter. Genau. Okay, dann hast du den von Krane noch erwähnt. Hast du noch irgendwie was, paar Bücher, in die du wirklich auch reinarbeitest, wo du nachliest, um deine Erfahrungen zu reflektieren oder ja? Ja, also zwei, die ich total gern mag, sind Säunig von der Koppel zur Kapriole. Ach, das habe ich jetzt im Stall stehen. Da gibt es auch noch die Marginalen Ernst und Heiter, also Marginalen zu Pferd Ernst und Heiter von Säunig. Das ist auch total nett. Kenne ich gar nicht. Ja, also da geht er durchaus auch kritisch auf das Thema Hilfszügel, Schlaufzügel, Formgebung irgendwie. Also es ist teilweise schon auch ein bisschen satirisch und es sind sehr viele schöne Zeichnungen von ihm dabei. Also das ist auch sehr interessant. Also hat er die selber gezeichnet? Weißt du das? Ja. Okay. Die sind auch von ihm. Also das ist wirklich auch ein sehr, sehr nettes Buch. Dann, das habe ich da. Nachdem ich ja jetzt den quasi Selbstversorger, Stall und Projekt Ponyhof letztes Jahr angegangen bin, habe ich einen Teil sozusagen der Bücher, die vor allem ja, so mal zum Reinschnuppern oder die ich jetzt auch nicht oder doppelt habe oder was auch immer. Also da habe ich einige auch im Stall. Ich weiß nicht, kennst du den Solinski? Ja, den mag ich ganz gern. Also er hat, ich habe drei Bände von ihm sogar. Ja. Das Gymnasium des Freizeitreiters, dann das Reiten, Reiter, Reiterei. Das hast du, glaube ich, gerade gesagt. Genau, Reiter, Reiten, Reiterei. Noch eins steht irgendwie drüben. Ja, tatsächlich den habe ich schon lange nicht mehr gelesen, aber den habe ich schon ziemlich lang im Regal. Und ja, fand ich auch gerade auch seine Geschichte. Ja, also die Historie ist in dem Band. Und das finde ich einfach auch total nett. Also das ist irgendwie so, der schreibt das einfach so schön, als ob man sich in eine Zeitkapsel setzt und das so ein bisschen wieder zum Leben erweckt. Also das gefällt mir wirklich richtig gut. Ja, das fand ich auch sehr, sehr, sehr leicht zu lesen. Ja, ja, das war wirklich sehr schön. Ja, fand ich auch. Und ich muss auch, gibt auch einen Tipp.
Das gibt es bei Pferdebuch-Discount, eins davon, ganz günstig gerade noch. Ja, weil also die alle anderen die für sind ein paar ja Euro. Teilweise relativ teuer oder gar nicht mehr zu haben. Ja, genau. Aber die haben, ich glaube, das Gymnasium des Freizeitreiters gibt es für ein paar Euro gerade noch. Mhm. Ich schaue noch. Ja, und wen ich natürlich einfach total gern mag, ist Udo Bürger. Mhm. Wobei, kennst du die Geschichte von Bent und Udo Bürger? Fang mal an. Also, Bent hatte eine Kundin, die hieß die Frau von Rode. Hat er mal von der erzählt? Also, es klingelt was. Ich kenne da irgendwie die Geschichte, aber erzähl doch mal für die anderen. Okay. Die Frau von Rode ist irgendwie, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, um Gottes Willen, aber das sind ja so die Bandgeschichten, die man am ja, also da könnte man ja auch bei jedem Abendessen beim Kurs ewig sitzen und lauschen. Also, sie war wohl eine etwas ältere Dame und sie hat aufgrund eines Unfalles irgendwie nur einen Sitzknochen oder irgendwie, klingelt es bei dir, gell? Es klingelt, ja, es klingelt. Genau, und niemand konnte ihre Pferde mussten natürlich quasi mit dem Samthandschuh geritten werden und sie hatte mehrere tolle Trakehner und Bent war irgendwie der Einzige, der die Pferde halt nicht auf die Hand geritten hat, weil sie so zart und nicht eben kräftig war, sodass die beiden quasi ja im gesitteten, sehr versammelten Galopp ausgeritten sein sollen. Und ich finde das immer sehr nett, weil man sieht bei Bent wirklich so das verschmitzte Lächeln sozusagen, wenn er diese Geschichte erzählt, dass sie dann durch einen Wald geritten sind und umgedreht und dann sagt er, und dann meinte die Frau von Rode, Herr Branderup, lassen wir es knattern und dann wären sie wohl richtig zurück nach Hause gefetzt. Genau. Und jedenfalls meint Bent, dass die Frau von Rode wohl mit dem Herrn Bürger ein Liaison hatte. Und aha, der war Tierarzt und es geziemte sich aber zu dieser Zeit nicht unbedingt, dass sie dieses Buch schreibt. Also er war Tierarzt und konnte wohl die Biomechanik und die anatomischen Begebenheiten so en Detail beschreiben und das auch sehr gut verknüpfen, aber so irgendwie das, was das Gefühl ausmacht und wie man denn reiten solle, dieser Teil soll angeblich von ihr stammen. Spannend. Und, ich habe ja nur das Bild aus meiner Fantasie sozusagen, aber ich lese den Udo Bürger seitdem anders, aber ich lese es immer sehr, sehr gerne. Ah ja, schön. Genau. Großartig. Jetzt hat man schon, lass mal auf, dass ich hier nicht irgendwie noch meinen ganzen Faden verliere. Ach, das ist, glaube ich, auch wurscht, dann spielen wir halt ein bisschen. Ist egal, denn du hast jetzt ein paar Mal mit so Herzallaugen die Trakehner angesprochen, gell? Also da willst du mal ein bisschen von deinen Pferden erzählen, Anna. Naja, ich habe ja leider keinen Trakehner. Ja, ich weiß schon, aber die ersten Pferde, die ersten Akademiker, die gehören ja irgendwie immer noch dazu, zu unserer Biografie und zu unserem Leben, oder? Also, ja, absolut. Also ich hatte ja das riesige Glück, dass ich in Graz, 5 Minuten zu Fuß von einem Trakehnergestüt aufgewachsen bin. Und die Züchterin hat damals auch, also das hat sie mir viel, viel später erzählt, woher sie quasi ihren Unterricht oder wie sie das halt zu Pferde gemacht hat, gelernt hat. Die war nämlich auch bei Egon von Neindorf Schülerin. Und die hatte dort auch eine Stute aus der Kassettelinie mit. Und wer jetzt von Band Reiten auf Kandare kennt, weiß, dass da die Miss Ellie drauf ist, die eigentlich Kaskat hieß. Und das dürfte eine Halbschwester zu der guten Katja, die wiederum Mutter von Chaldea war. Und auf Chaldea habe ich reiten gelernt. Und Chaldea sah aus wie eben die Miss Ellie auf dem Cover. Also das kann man jetzt googeln. Also wunderschöne Schimmelstute, so ein bisschen leicht arabisierter Kopf. Und auf diesen Trakehnern habe ich reiten gelernt und den Trakehner Rückenschwung, ja?
Ich wollte nur fragen, kommst du, weil ich weiß ja, dass dein Papa auch reitet. Ja. War der damals Nein, schon dabei? nein. Noch nicht. Mm-mm. Okay. Nö. Also ich hatte als sehr kleines Kind einmal eine sehr unglückliche Begegnung mit einem Neufundländer, der mich attackiert hat. Mhm. Weswegen ich schon ja, also wirklich eine Angst vor Hunden entwickelt hatte. Heute noch finde ich manchmal Hunde sehr, wenn ich einen nicht kenne oder so. Das ist mir immer geblieben. Und deswegen haben meine Eltern das auch nicht sonderlich ernst genommen, als ich gesagt habe, ich will jetzt da reiten gehen. Vor allem, das waren ja alles große Pferde, also keine Ponys, wirklich große Pferde. Und ich bin aber dann irgendwie auf diese Trakehnerstute raufgekraxelt und habe mich nicht bremsen lassen, zum Erstaunen aller. Und nach einigen Monaten hat mein Vater dann gefragt, naja, ob denn das vielleicht schädlich sein könnte, also bei seinem Arzt, wenn ich als kleines Kind auf so großen Pferden reite und so weiter. Also ja, ich habe O-Beine gekriegt, aber ganz ehrlich. Das sind echt O-Beine, ist mir nicht aufgefallen. Man sieht, ich bin nicht so sportlich, dass ich es so hochbringe, aber ja, also ich habe sehr schön O-beinig geformte Waden, so Unterschenkel, egal. Diesen Preis würde ich immer wieder zahlen, ist mir völlig schnuppe. ja, jedenfalls hatte er aber einen Bandscheibenvorfall und der Arzt hat dann gemeint, Reiten ist für den Rücken das Beste, was er tun kann. Er möge doch bitte auch aufs Pferd steigen. Womit dann meine Frustration sehr groß war als Kind, weil dann durfte er nämlich den Hengst reiten. Und ja, also bis zu seiner Bandscheibenoperation ist mein Vater wirklich sehr, 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 sehr schön im Sattel gesessen. Also das hat mich so immer ein bisschen an den Klimke-Sitz erinnert, weil er auch so diese langen, dünnen Beine und so weiter und wie, ja, sehr wie mit dem Pferd verschmolzen. Nach seiner Bandscheibenoperation sagt er selber auch, dass er das Reiten braucht wie das täglich Brot für den Rücken, aber es ist natürlich was anderes danach wieder sozusagen, also das Reiten dann tatsächlich in der Reha zu nutzen. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Mhm. Ja, entschuldige, ich wollte dich nicht abbringen, aber das kam mir dann so. Ja, ob du eben aus so einer Pferdefamilie kommst. Also das heißt, du hast deinen Papa zum Reiten gebracht, sozusagen. Genau, mhm. Genau. Und, aber dann noch, jetzt weiter. Also das war, wenn ich mir das, kann ich mir das so vorstellen, das war eine Züchterin, mhm. die aber auch Unterricht angeboten hat, aber sehr, also war, hört sich nicht so an, als wäre das jetzt eine große Reitschule mit einer großen Abteilung oder so gewesen. Hört sich Nein, also es waren immer so 4, 5 Pferde vielleicht im Schulbetrieb. Mhm. Das war schon eine sehr große Gruppe, wenn es so war. Mhm. Und es war auch eben ein sehr, sehr kleiner Betrieb, mhm. Was jetzt das Reiten anbelangt. Ja, und da hatte ich eben das Glück, diesen wunderbar herrlichen Trakehner Rückenschwung kennenzulernen. Und ich weiß noch ganz genau, wenn ich in den großen Schulferien meine Omas besucht habe, war natürlich auch immer das Thema, also da war ich so, glaube ich, 11, 12 dann und bin eben schon einige Zeit lang, also mit 5 habe ich angefangen, auf meinen Trakehnern geritten. Und der Trakehner Rückenschwung hat sich in meinen Rückenmark eingebrannt, wie nur was. Und in den anderen Reitschulen bekam ich dann meistens irgendein Pony oder ein Warmblut, das aber auf jeden Fall eine viel höhere Trittfrequenz hatte. Mhm. Und im Leichtraben kam ich ja gar nicht hinterher, weil beim Trakehner war es so 1 und 2. Und plötzlich war ich so wackelnd unterwegs und habe mir nur gedacht, wie soll man denn das jemals sitzen? Das ist doch ein Presslufthammer. von da an war meine Entscheidung gefallen, es kann nur ein Trakehner sein, nur so ein Pferd. Und andere tolle Pferde, quasi fast aus der Nachbarschaft, nämlich zum Beispiel Lili Pizzana, habe ich lange Zeit nicht beachtet, mhm. weil ja, also in Österreich schaust du traditionell das Neujahrskonzert von klein an, das ist Pflicht. Und du siehst dann 8 Schimmel, die dick sind und gleich ausschauen. Und ja, du hast als Jugendlicher willst du halt Fury und Black Beauty. Mhm. Und da willst du also was Individuelles haben. Du willst auf jeden Fall ein Pferd haben, das irgendwie mehr Ausdruck hat.
Und jetzt nicht die braven Sängerknaben, sage ich jetzt einmal, von denen ist man jetzt nicht so attrahiert. Ne? Aber ich glaube, es ist immer so, was man zu Hause hat, also zu Hause in Österreich, sage ich mal. Ja, klar, also für mich waren ja die Trakehner auch meine, also dass die aus Deutschland ursprünglich sind, das habe ich ja immer verdrängt. Ne? Genau, aber ja, und deswegen waren die Lipizzaner für mich einfach auch langweilig. Das klingt jetzt ganz vermessen, um Gottes Willen, so ist es nämlich gar nicht. Aber lange Zeit einfach nicht so die Beachtung gefunden. Und ja, aber erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ja, und jetzt hast du ja ganz andere. Es heißt ja ganz sehr schön. Und drei Schimmel und zwei davon sind Lipizzaner entstanden. Genau, ja? Richtig, ja. Erzähl doch mal von denen. Ja. Wie sind die so? Ah, die sind super. Also, es war so, dass ich eine Schülerin hatte, die hatte sehr viele Pferde und die hatte sozusagen alles, was das... ja, man könnte jetzt salopp sagen, was das Barockreiter- oder Reitkunstherz höher schlagen lässt. Knappstrupper, Lusitano, PAE, Lipizzaner, Spanier, Crusado. Und das fand ich aber sehr interessant, weil wir eben sozusagen am Tag X kam ich zu ihr und wir haben sehr, sehr viele Pferde sozusagen am gleichen Tag gestartet und diese gemeinsame Reise begonnen. Und sie hatte sehr tolle Pferde, also in einen Lusitano habe ich mich da sofort verliebt, der war wirklich wie ein Löwe, hat er ausgeschaut. Und dann hatte sie so einen weißen, kleinen, dicken Lipizzaner. Und ja, zu dem Zeitpunkt wusste ich schon von einigen Schülern, dass das richtig tolle Pferde sind. Aber der hat mich dann tatsächlich wirklich von den Socken gehauen, weil der so schnell gelernt hat und so von der Energie her so... du kannst die Energie einfach schnell hochfahren, aber wieder runterfahren. Und hochfahren bedeutet nicht unbedingt einen emotionalen Verspannungszustand, sondern mit viel Energie bleibt da noch immer eine gewisse Leichtigkeit und eine gewisse Souveränität, was die eigene Körperkontrolle betrifft, was das Selbstbewusstsein in puncto Körperkontrolle und Beweglichkeit betrifft. Und ja, das hat mich einfach sprachlos gemacht. Also in dieses Pferd habe ich mich echt verliebt, den hätte ich sofort mitgenommen. Und dann hatte ich einen Tageskurs gegeben, einige Zeit später. Und hatte ich, also das war für so eine Pony-Ausbildung, also für Reitschulen, wenn man sozusagen mit den Ponys Bodenarbeit machen möchte. Und ich hatte als Anschauungsmaterial alle möglichen Kappzäume mit, die ich so eben im Stall hängen hatte. Unter anderem ein Kavesal vom Jossi. Und wer das Kavesal kennt, dann ist es ja so, dass er im Prinzip den Nasenriemen hat und dann so eine Umlaufschlaufe durch so ein Metallstück und unten quasi bei den Bosalringen auch noch so ein Lederteil. Und ich hatte so einen riesigen Ikea-Sack mit, wo die alle drin waren. Und beim Heimfahren habe ich halt immer am Genickstück so, der ist da, der ist da, der ist da, der ist da. Ja, okay, alle da. Und zu Hause komme ich drauf, dass der unten, der Kinnriemen, wo die Bosalringe drauf sind, beim Kavesal fehlt. Und war natürlich not amused. Und habe gleich angerufen und ja, nein, also findet keiner mehr. Und ja, okay, egal, habe aber sofort eben Pascal geschrieben, dass ich diesen Riemen brauche. So, wie komme ich jetzt zum Lipizzaner? Mein lieber Mann hat Suppe für mich gemacht an dem Tag und die war noch nicht ganz fertig. Und was tust du so, wenn du gerade 5 Minuten noch Zeit hast? Pferde gucken im Internet. Richtig. Ja. www.srs.at. Okay. Und habe mir schon die Piber-Seite angesehen. Und dann ist da so ein Bild, Conversano Aquilea, und ja, das ist mein Pferd. Okay, so, und ich denke auf den ersten Blick, wirklich so, oder? Ja, absolut. Also, was war das, was dich angesprochen hat? Die Augen, der Ausdruck? Ich kann es dir nicht mal sagen, das war so, hey, meins, ja, absolut. Okay. Also, ja, gut, gibt's, gell? Ja, und
Man muss ehrlich sagen, also ich meine, Piwa hat großartige Pferde, wirklich großartige Pferde, aber ich sage es auch jedes Mal, sie machen jetzt nicht die besten Verkaufsfotos von einem Pferd. Also das ist wirklich, da hätten sie noch Nachholbedarf. Man könnte auch 3 Bilder anzeigen auf dieser Seitenleiste, die sie haben, aber nein. Jedenfalls gut, dieses eine Bild. Und ich denke mir so, ja gut, es hat noch niemand zum Essen gerufen. Also schreibst du an Frau Hubinger vom Gestüt Piwa eine E-Mail und denkst dir so, plopp, der Geist hier. Was machst du da? Du hast schon 2 Pferde. Egal, nimm sie alle. Fragen kostet nicht. Bestimmt, Fragen kostet nichts. Ja, ja. So, und naja, dann habe ich das halt geschrieben und habe das der Schülerin erzählt, die hatte ja eben auch diesen Piberano und der war auch ein Conversano. Und dann ruft die mich sofort an und sagt, weißt du was? Sie dachte, das wären Halbbrüder, war aber jetzt nicht so ganz. Also der Vater von Konrad ist Conversano Toscana 2 und von dem anderen war der Vater Conversano Toscana 1. Also die waren Brüder, also so Cousins 100-fach verschachtelt. Gut, und dann wurde es ja ein Krimi, weil ich eben die E-Mail geschrieben, dann schreibt die mir zurück, ja, also der ist noch auf der Verkaufsliste, aber ob ich nicht einen anderen will, nein, ich will nur den, der ist schon reserviert. Und okay, ja, aber für die er reserviert ist, die können jetzt nicht kommen, das Pferd anschauen und Piwa besteht aber wirklich darauf, dass entweder jemand kommt, also der in Vertretung kommt, oder du kommst persönlich. Dann habe ich halt und es wäre ja dann Ostern und es wäre also super, weil da arbeite ich nicht und ich könnte doch bitte den Sonntag und so weiter. Und natürlich auch die sind halt in der Entscheidung vorgereiht. Gut. Und dann bin ich gefahren und fahre mit dem Gestützleiter rauf und der sagt, ja, warum ich den will, der hat ja keinen Schub. Und ich so, ja, deswegen. Okay, also hat es vorher schon, ich glaube, die sind immer so im Trab abgebildet, gell? So die von der Seite im Trab. Ja, oder auch stehend, also ganz unterschiedlich. Aber du hast kein Video gesehen? Nein, gar nichts, überhaupt nicht. Es war ein einziges Bild. Warte mal, ich schaue schnell, ob ich es raussuchen kann. Jedenfalls unterhalten wir uns und ich erkläre halt, warum ich keinen Schub haben mag und wie ich mir das so vorstelle und wie das Traumpferd, also ja, wie, dass der halt das ist und kein anderer. So, ich habe es gefunden. Oh ja, zeig mal. Konrad als Baby, sozusagen. Der war damals 2,5, 3? Der war, könnt ihr es sehen? Schön. Ja. Der Konrad. Ja. Genau, also einfach ein süßer Knopf, ne? Der Konrad. Und ja, jedenfalls, hat er mir nachher noch 2 andere vorgeführt, aber nein, kein Interesse, den einen oder keinen. Aber ich wusste ja, es gibt diese Reservierung und er hat das nicht so empfunden wie ich, wie wir uns im Piwa kennengelernt haben, dass das jetzt die große Liebe ist. Also er war schon... Also Konrad hat es nicht so empfunden. Konrad, ja. Also der ist sehr neben seinen Betreuern gestanden und hat mich eher so, warum greift mit ihr vom Rücken und warum quietscht sie vor Freude, weil ich klein bin. Also sie hatten ihn ja auch wegen zu klein aussortiert. Mittlerweile hat er genau das Maß, was sie gern gehabt hätten. Wie groß ist er jetzt? 1,58. Ah, und das ist so das Idealmaß, das sie gerne hätten. Du, Anna, magst du ihn bloß wieder weg, weil dann ziehe ich dich wieder. Genau, warte. Danke, super. Gut. Ja. Ja, jedenfalls. Perfekt, cool. War ich dann die zweitgereihte auf der Liste und wollte natürlich nochmal nachhaken nach dem Osterwochenende, nach den Feiertagen, wie es so ist, und telefoniere mit der Ines Hubinger von Piwa und dann sagt sie, ja, also der Gestützleiter war ja auch ganz begeistert von mir und die würden mir ihn ja wirklich gern geben, aber da ist irgendwie noch so eine Hofreitschule vorgereiht. Und ich hysterisch ins Telefon,
Böckeburg! Und die so, ja, kennen Sie die? Und ich so, und leg auf. Und ich hatte Bent ja dann schon das Video geschickt, was ich halt im Pier gemacht habe, wie er gelaufen ist. Und er trabt da einmal und bremst halt voll auf der Hinterhand. Also wirklich setzt sich hin, dreht sich um und trabt weiter. Und Bent hatte mich angerufen und gesagt, ja, natürlich, den nimmst du. Ne? Ich rufe hysterisch Bent an, sage, Bent, die wollen mein Pferd. Und er so, ja, und ich so, Bückeburg. Und er so, ja, wenn Bückeburg den will, dann sagen wir nicht, dass wir ihn wollen, weil dann wollen die ihn erst recht. Also völliger Krimi. Ja, allerdings. Jahre später, also das war, glaube ich, nach der ersten Online-Messe vom Aaron Aguilar, die er organisiert hat. Dort hat auch die, hilf mir, die Tochter von den Krischkes, die Diana. Diana, oder? Genau. Mhm. Die hat mich dann angeschrieben, so, hey, du hast ja den, den ihr wäre er wohl, glaube ich, angeboten. Oder in Bückeburg war kein Platz und sie hatte auch keinen Platz für den Hengst, also... Hattest du Glück? Ja, ich hatte riesig Glück. Ja, aber eben nicht nur einmal. Das muss ich ehrlich sagen. Ja. Und wie würdest du seinen Charakter, also abgesehen davon, dass er sehr schnell lernt und so, hast jetzt auch drei in etwa gleich alte Pferde, muss man sagen. Also ein paar, plus minus ein paar Jährchen. Genau, also Konrad. Man ist ja sehr gut und vergleichen, ja. Ja, also Konrad ist jetzt 7, Amena und Mandrax sind 5. Der Konrad war von Anfang an unheimlich ernsthaft. Also sehr viele Piberaner sind tatsächlich, also die Lipizzaner aus Piber, finde ich persönlich, denen merkt man doch diese jahrelange Selektion in puncto Beamtentum an. Der Lipizzaner weiß ganz genau, wie lange eine Stunde dauert, aber er ist auch sehr pflichtbewusst in dieser Stunde. Okay. Und ja, also ich bin am ersten Tag, wo er da war, habe ich mir gedacht, naja, also da waren die Pferde schon auf Sommerzeit umgestellt und wir hatten da einen riesigen Paddock-Trail, wo ich damals stand und ich habe mir gedacht, ach, da am Halfter, wenn er mir abwurscht, gehe ich da spazieren, muss nicht in der Halle und es staubt und die Kastrationsrunde und bla bla. Und dann bin ich sofort ab von der Koppel runter in den Wald abgebogen und wir waren den ersten Tag zusammen und sofort allein spazieren. Also Piber hat wirklich eine der besten Aufzuchtplätze überhaupt. Also die drei Alpungen, die die haben sozusagen, also 3 Sommer auf der Alm verbringen. Dann eben auch die Aufzucht durch die Betreuer, die Pfleger, die dort arbeiten. Also die lieben die Pferde heiß. Ja, das merkt man einfach. Mhm. Und ja, Konrad war einfach von Anfang an wirklich unheimlich ernsthaft. Er war aber sofort, als wir uns in der, also ich habe ihn ja von Piber direkt in die Trierklinik zur Kastration bringen lassen. Und er war sofort unheimlich zugewandt. Also da wusste er schon, ich bin jetzt seine Freundin, aber auch nur ich, bitte sehr. Und die Pina, die ist da ja sehr kulant. Die Dappi war es nicht so, also die zwei haben sich gehasst. Also die Dappi mochte ihn gar nicht und er fand diesen komischen Fuchs, der da, ja, so komisch trabt, auch total bescheuert irgendwie. Also sehr besitzergreifend, extrem sozial. Also Konrad hat, das werde ich auch nie vergessen, es war er war 3 und es war ein 6,5-jähriger, auch relativ frisch kastrierter Hengst im Stall und der stand schon die längste Zeit so, du Konrad, wenn du auf die Koppel kommst, gell, dann. Und dieser riesige Fuchs ging dann auch auf Konrad sofort los. Konrad ist dann auf den Medienkamm draufgesprungen, hat ihn mit den Zähnen gepackt und wenn ich es übersetzen müsste, hätte er wahrscheinlich gesagt, du Fuchs, ich lasse jetzt dann aus. Wenn ich auslasse, gehe ich da drüben mit meinen neuen Freunden fressen. Das interessiert mich nicht. Und damit war es gegessen. Und es war dann noch so ein kleines Pony of the Americans, kennst du die? So Mini-Ponys? Ja, die schauen aus wie Quarter, nur halt wirklich Ponys. Also die sind so wie diese kleineren Welsh. Also von der Größe jetzt, aber schauen aus wie ein Quarter. Elvis, das war der Freund von Konrad. Und auf den wollte der dann auch losgehen. Und es hat ein Blick gereicht und alle von der Tarantel gestochen weg. Oder von der Eva, die du ja kennst. Eva von Anton. Ja, ja.
Die hat einen jungen Hund und der hat mit dem Hund von der Stallbesitzerin gespielt. Und der andere Hund war wohl etwas wild, beziehungsweise etwas stürmisch. Bei den Hunden, wie gesagt, kenne ich mich nicht so aus. Also ich habe mir erzählen lassen, dass Evas Hund 100 Signale ausgesendet hat, dass es ihm zu viel wird und dass er den anderen beschwichtigt und so weiter. Und der andere Hund hat das aber nicht verstanden, aber Konrad. Und Konrad hat den anderen Hund von der Koppel getrieben. Okay. Ja. Also, ich kann mir vorstellen, ja, lehrt auch schnell, wie du schon gesagt hast, ist bei sich. Ja, ja, cool. Ist aber unheimlich beleidigt. Also ich meine, ich kann ja jetzt nicht mit einer perfekten Aufgabe anfangen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Anfang Schulparade und es passiert ein Katzenbuckel oder so irgendwie was und dann sagst du, ja, wir machen jetzt aber hinten weniger Hankenbeugung, für die bin ich aber schon 500 Mal in Ohnmacht gefallen. Ja? Und daher findet er sich natürlich großartig. Wenn ich dann sage, mach hinten weniger und mich interessiert nur, was hinter dem Widerrist hochkommt, null Verständnis. Auch bei ihm ist es so, dass er auch null Verständnis hat für stupides im Kreis longieren. Das ist völlig uninteressant. Also warum soll man im Kreis rennen? Ich meine, ich verstehe ihn. Ich finde auch laufen gehen, wenn ich von A nach B, also wenn ich verstehe es, wenn man einen Pilgerweg macht von A nach B und dann irgendwo ankommt, aber wenn ich irgendwie ums Haus renne, nö. Ja. Aber also, ich, was ich gesehen habe, du gehst mit ihm schon auch viel raus. Gell? Ja, das geht. Aber so, also wenn ich jetzt sage, ich möchte einfach, und am Sonnenhof, wo wir vorher waren, hatten wir eine riesige 30-70 Halle. Ich habe jetzt auch einen riesigen ehemaligen Springplatz, der ist auch so ungefähr in der Größe. Wenn ich da jetzt einfach Runden galoppieren möchte, ja, weil ich jetzt nicht ins Gelände gehen kann, weil ich die Waldwege aufgrund von Regengüssen der Vortage nicht zerstören möchte und so weiter und so fort. Aber ich möchte einfach so ein bisschen Power machen, dann nö. Im Kreis, warum? Ja. Und bei ihm war es überhaupt, also alles, was nach oben geht, ist super. Also ich glaube, der wäre sehr begeistert, Sprünge zu lernen. Alles, was er statisch in der Hinterhand halten kann, super. Bewegung nur, wenn es, also ich will jetzt nicht sagen, dass er sich gar nicht gern bewegt, aber er bewegt sich einfach wahnsinnig gern wirklich in Versammlung, in irgendwas, was er, wo er Ausdruck zeigen kann, wo er einfach, er ist ein unheimlicher Angeber. Also wenn der Computer an ist und er weiß, es ist Online-Unterricht bei Band, dann fährt sich der total hoch. Ja, und genießt das Publikum. Ja, schön. Ich muss jetzt auch mal kurz einhaken oder reingrätschen, denn ich hatte ja ich komme ganz woanders her, tatsächlich mein erstes Buch, Pferdebuch, das ist ein bisschen über Zixi Britta oder so, über Nöcking, das war Majestuoso Austria. Jo. Ja, das habe ich von meiner Mama bekommen. Das hab ich, ja, ich habe leider das Original nicht mehr noch in altdeutscher Schrift. Und ich habe diese Lipizzaner da drin gesehen und seit Kleinkind an waren das meine Traumpferde, tatsächlich. Und meine erste eigene Stute war eine Lipizzanerin, eine Majestuoso. Ja, das weiß ich noch. Ich glaube, das war 2015, wie wir im Auto, das weiß ich noch ganz genau, zurück zum Flughafen gefahren sind, wie heißt es denn da? Toreby, in Dänemark. Da hast du mir davon erzählt. Und da hatten wir, also da habe ich ja auch so, ja, irgendwann, also ich glaube, wir haben beide damals schon gesagt, ja, was würde man denn noch nehmen und so weiter, ja. Ja, wobei tatsächlich, ich hatte damals schon, also der Herr Oechsler von der Oberschweig, wo ja meine Pferde stehen, wo ich auch schon seit 40 Jahren bin, der hatte damals aus Rumänien, aus Simbata de Jos, für seinen Jagdkollegen, das war der Gestützleiter, Direktor, ich glaube, 6 oder 8 Lipizzaner-Stuten abgenommen, weil die waren damals sehr in Geldnot. Denen ging es gar nicht gut, dem Gestüt. Und dann meinte er, komm, ich kaufe dir die ab und verkaufe die hier in Deutschland.
Und wir Mädels, ja, waren wir da 15, 16, so, ja, sowas. Wir haben, und die waren roh, also die waren, ja, stimmt nicht, ich muss zurückrudern, die waren nicht roh, noch viel schlimmer, die waren angeritten von jungen Burschen, die das nicht konnten, wo es darum ging, also wer droben, wer runterfällt, ist der Loser. Also ja, also das war nicht sehr pferdegerecht. Also die hatten schon, die kannten Reiter, aber waren eher verstört dadurch. Mhm. Also, und wir haben die dann so eine nach der anderen ein bisschen hergerichtet, was wir damals, wie wir es konnten. Also wir haben die, die waren dann sehr schön im Umgang und waren ganz nett zu reiten. Und die wurden dann nach und nach verkauft. Und meine Mandy, hieß sie damals, die blieb übrig, weil die so schwierig war. Ja, also, aber tatsächlich, weil die Lipizzaner haben ja so ein bisschen schlechten Ruf. Sie wären sehr schwierige Charaktere. Und ich muss sagen, kann ich so nicht bestätigen aus der Erfahrung von damals. Das war alles nachvollziehbar. Also ihre Reaktionen oder ihre Unsicherheit oder die Dinge, die schwierig waren, waren absolut erklärlich. Insofern fand ich das nicht. Und ich habe jetzt auch gerade im Moment Erfahrung mit einem Schüler, Lipizzaner von der Bärbel, der schöne Maestoso, der ist auch eine Granate, grandios, total klar im Kopf, super Pferd, total gescheit, sehr beflissen. Also muss sagen, also sind schon echt richtig tolle Pferde. Ja. Ja. Voll. Ja. Ja, ja. Und dann hast du aber, also tatsächlich den Konrad, so wie du ihn beschreibst, erkenne ich auch da wieder in meinen Erfahrungen. Und hast du noch einen? Den Armena, ja. Den Armena. Und der ist ähnlich oder anders? Nein, der Armena, also der Konrad zum Beispiel, der Konrad sorgt sich viel mehr um mich zum Beispiel. Also der Konrad ist da ganz anders. Der Konrad ist auch, also jetzt war ich eine Woche quasi auf Kur letzte Woche. Und ich kann mich mit dem Konrad jedes Mal versöhnen. Also er ist wahnsinnig beleidigt, wenn ich eine Woche nicht da war. Und der Armena, der ist aber so im Moment immer, also ach, die Sonne scheint, ach, ich lege mich jetzt hin, ach, ich mache jetzt dies, ach, ich mache jetzt jenes. Also der ist sehr unbekümmert in der Hinsicht. Also dem, ja, das regt ihn nicht auf, wenn man jetzt mal ein paar Tage nicht da ist oder sowas. Und der ist auch überhaupt nicht beleidigt, wenn man irgendwas korrigiert oder noch einmal anders haben will. Aber man muss auch ehrlich sagen, bei ihm gibt es auch fast nichts zu korrigieren. Also der ist einfach nur perfekt, unglaublich. Seit letztem Jahr reite ich eben auch ein bisschen, aber ich reite so wenig, weil ich... es gelingt einfach immer alles so extrem mega, dass ich meistens nach 10, 15 Minuten bin ich schon fertig und der hat auch am meisten unter der Woche frei. Also einfach. Man muss natürlich auch dazu sagen, also mir geht es so, mit jedem Pferd wird man ja auch noch, also auch selber besser. Also ich denke, ja, es liegt ja nicht unbedingt nur an den Anlagen, dass du jetzt mit Armena, das ist noch geradliniger geht, sondern natürlich auch liegt es auch an deinen Erfahrungen mit Konrad, dass du sagst, okay, gut, da habe ich, das würde ich das nächste Mal anders machen, kannst natürlich jetzt direkt bei Armena umsetzen, gell? Absolut, denk absolut. Ich, macht schon auch viel aus. Ja. Willst du auch wissen, was es war, was mir durch Konrad bewusst geworden ist? Ja, bitte. Also, beim Konrad, das ist eigentlich so eine Dreiecksgeschichte zwischen Tappi, die ja sehr breitbeinig gelaufen ist, sehr schwankend in der Hüfte. Mit ihren Problemen an den Vorderhufen musste ich natürlich die Hinterbeine sehr, sehr, sehr korrigieren. Und die Tappi ist mit wahnsinnig viel Schubkraft ausgestattet gewesen. Und es war ein schwerer Gang, die Tragkraft, also die Schubkraft nicht abzuwürgen, auf Kosten von Tragkraft, das falsch zu entwickeln und so weiter. Und ich habe das wahnsinnig ernst genommen, hatte wahnsinnige Panik
vorspart oder anderen Erkrankungen, die sie da an den Hinterbeinen hätte bekommen können oder eben auch die Vorderbeine. Das heißt, ich bin dieser akademischen Berufskrankheit, die kennst du sicher auch, Pizzeli, Pizzeli, Fitzeli, Fitzeli, en Detail, en Detail, noch ein bisschen genauer. Und das heißt, ich habe der Dabi sicher oft das Gefühl gegeben, dass ich nicht zufrieden genug bin. Aber das war ja gar nicht mit ihr, sondern mit mir. Und der Konrad, wie gesagt, da bin ich einfach 100-mal in Ohnmacht gefallen, was der Tolles gemacht hat. Und der hat auch so wahnsinnig viel angeboten. Und ich habe sehr viele seiner Geschenke einfach auch angenommen und habe mir natürlich auch gedacht, das, was er so leicht und spielerisch kann, fördern wäre jetzt vielleicht auch das falsche Wort, weil ich habe ihn einfach machen lassen und versucht jetzt nicht um Gottes Willen, ja, also der muss ja nicht mit 3 Bier 4, ja, aber er hat einfach die Dinge so extrem abartig verstanden, ja, also ich weiß noch, bei, das war 2018, Konrad war da 4 und es war mein erster Auswärtskurs mit ihm in Einring bei Bend und ich gehe nach hinten in die Langzügelposition und streiche halt mit der Gerte über den Schweif und er kannte so bis zu diesem Zeitpunkt, also er hat da einfach das Gewicht ein bisschen nach hinten genommen und der geht in die Hanken, alle nur so wow, und dann war lange Diskussion im Publikum, ob ich das Pferd jetzt schon so früh ausgebildet habe oder ob es nur die Anlage vom Pferd ist. Und Ben meinte halt, naja, gut, also der ist schon Publikumstyp, der hat das schon verstanden und der hat halt jetzt dann, also der Showman ist er. Aber das war vielleicht auch eben der Fehler, weil es dann mit der Zeit auch immer schwieriger wird, einem so sehr begabten Pferd immer diese Begeisterungsohnmachtsanfälle sozusagen zu bieten. Weil einerseits wird für einen selber als Ausbilder vieles selbstverständlich, was es ja nie werden darf, aber man ist dann so ein bisschen verwöhnt und andererseits ist es schon gut, wenn man langsam macht mit den jungen Pferden. Und der Armena war ja ein ganz auch optisch anderer Typ, also bei meiner ersten Online-Einheit mit Christopher sagte er, ach, das ist ein Lusitaner, und ich so, nein, das ist ein Lipizzaner, nein, das ist kein Lipizzaner. Ja, tut mir leid, wir haben ihn aus Biber geholt, das ist ein Lipizzaner, weil der ja auch sehr langbeinig ist, der ist ausgeschieden, weil er zu groß war und der Kopf zu arabisiert, also der hat jetzt nicht so diesen typischen Lipizzaner-Schädel. Und dann ist der einfach auch viel leichter sozusagen, so von der Oberlinie auch. Und der war echt lang so ein kleiner Hungerhaken. Also der hat echt ewig gebraucht, um in sein Fellchen da reinzuwachsen. Und schon allein deswegen war er einfach immer das Putzi. Und deswegen, wenn der eine Idee hatte von, ich mache da ein bisschen mehr, dann habe ich es gar nicht genommen. Genau. Okay, das war dann deine Erkenntnis aus der starken Reaktion, Reaktivität eigentlich von Konrad. Ja, absolut. Und der hätte auch viele Dinge, also zum Beispiel, wenn wir gemeinsam laufen gegangen sind und ich habe einen Halt aus dem Nichts gemacht, einfach spielerisch, ne? Dann hat sich der auch sofort in eine Levade gesetzt. Das war überhaupt kein Thema und schon sehr schön. Aber bei Konrad war es halt so, wow, was hast du gemacht? Und beim Armena war es so, ja, schön, habe ich jetzt nicht gesehen. Also auch nicht so, dass ich es ihm verwiesen habe. Aber ich glaube, da habe ich eine sehr, sehr, sehr gute Grenze gefunden, wie viel wovon. Genau. Spannend. Hast du, wie groß ist Armena? Weil du sagst, er war so groß. Also der ist jetzt schon über 1,63. Wow, echt? Krass. Dann ist der so groß wie mein Rosiero. Ja, ist der auch jetzt, ja, der war schon immer recht groß, gell? Nee, aber also der ich habe mir bekommen mit 1,56 und dann war der so lange jetzt eigentlich auf 1,61 und im letzten halben Jahr hat er nochmal zugelegt. Also ich denke, das ist von der Arbeit her, also ein Resultat aus der Arbeit. Es ist nicht wirklich gewachsen, sondern er hat sich einfach mehr aufgerichtet, trägt sich besser. Aber so ja, 1,63, 64, mehr ist es nicht. Ja, bisschen schwierig für die Arbeit an der Hand. Ja, also,
Ich bin natürlich verwöhnt mit Le Mans mit 1,47 oder so. Auch schön. Aber das ist ja sehr angenehm. Ja, und meine zwei besten oder lustigsten Handarbeitspferde sind in der Tat Amena und Pina, die größten. Okay. Ja, magst du was sehen von den Ja, zwei? bitte. Ich habe ja gebeten, gell, dass man, So, weil es ich immer schön hoffe, auch, ich ja. technische Nulpe kriegt das hin. Da. Hilfe, wo ist es? Das ist es nicht. Schmidt, ist es nicht. Das. Warte, nein, 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 Moment. Siehst du meinen Bildschirm? Ich sehe jetzt also ich sehe hier, ja, ich sehe dein Bildschirm. Rhythmisch Ja. mit Konrad und Amina. Genau. Ah ja, super. Hey, schöner Kerl. Ja, schön. Ja, der ist auch so krass stabil, gell? Der ist toll. Oh ja, das sieht man den größten Unterschied. Wie alt war der da? Wie lange ist es her? Da war der Amena 4. Schöner. Sehr schön. Ganz bezaubernd. Magst du noch eins sehen? Ja, her damit. Warte mal, dass ich das jetzt zusammenbringe. Genau, hier habe ich den Amena. Das war nach der Sommerakademie, wo der Marius eine sehr schöne Freiarbeit gezeigt hat. Und da war der Amena 3. Und ich habe mir gedacht, ach, probieren wir mal. Siehst du, wie ein Geschenk aus verschiedenen Positionen. Ich glaube, ich habe das Video schon mal irgendwo gesehen. Bei Habe ich vielleicht schon irgendeiner. mal auch wo geteilt? Also, Ja. wenn Oder man bei bei irgend so mir. einer, vielleicht bei Arien oder so. Das kann sein, gell? Mei, da war er noch so dünn. Wie bist du, wer war, warum oder wie bist du auf Armena gekommen? Wie der Armena dazu gekommen ist. Ja, genau, warum, also, genau, weil die sind wie lange auseinander? Ein Jahr, 2 Jahre, das sind die auseinander, gell? War das so, dass du gesagt hast, okay, jetzt will ich noch mein nächstes Jungpferd oder war das auch so eher. Nein, nein, nein. Mein lieber Mann hat Ja, schön ist er. sich in die Lipizzaner verliebt. Und hat festgestellt, dass es doch nett wäre, auch einen zu haben. Ah, okay. Und Schön. dann habe ich ihn mal gefragt, was möchtest du denn zum Geburtstag haben? Und dann hat er gesagt, ja, ein Lipizzaner. Und Okay. dann war es so, dass
Konrads Halbbruder zum Verkauf in Biber war und eine Schülerin von mir gesagt hat, ja, du musst den unbedingt anschauen, du musst den unbedingt anschauen, du musst den unbedingt anschauen. Super. Schön. Und dann sind wir eben nach Biber gefahren und ich wollte ja gar kein Pferd. So, wie kann ich dich jetzt wieder... Ja, jetzt, super. Genau. Ich wollte ja gar kein Pferd und ja, und ich war aber natürlich einfach neugierig, Konrads Halbbruder anzuschauen. Ich gestehe es, Amena ist nicht der Halbbruder. Mhm. Und, ja, und dann stand halt dort der Amena. Mhm. Und die Herzchen gingen auf. Okay, also dann ist es ja gar nicht dein Pferd. Eigentlich nicht. Und aus, ja, und aus dem, ja, aus, also bitte, wenn ich was sage, dann halte ich ernst. Mhm. Ja, mhm. Habe ich halt sozusagen in den, ich armer Mensch, in den sauren Apfel gebissen. Und noch den Amena dazu geholt. Mhm. Mhm. Sehr schön. Ja, sehr, sehr schön. Also hat man gesehen, wirklich wie, ja, wie aufmerksam und respektvoll und achtsam er auch ist mit dir. Gell? Wenn du sagst, es war das erste Mal Freiarbeit. Ja. Wahnsinn, schön. Auch da ist mir wieder aufgefallen, obwohl er doch ein bisschen anderer Typ ist, auch extrem stabil trotzdem. Mhm. Gell? Also ja. Ganz. Nein, es ist tatsächlich also, so, also der Mandrak, der ist, was ich weiß, haben die in dem Gestüt in Portugal, also mein Lusitano, haben die auch 47 Hektar und viel weniger Pferde jetzt als in Piba. Mhm, aber es ist diese Alm und es ist auch wirklich, man merkt einfach wirklich extrem und das hat jetzt vielleicht weniger auch mit dem Lipizzaner zu tun. Ich weiß noch ganz genau, 2015 hatte ich meinen ersten Kurs in der Schweiz und ich war so begeistert von den Pferden, die meine Schülerin dort züchtet mit ihrem Lebensgefährten. Die haben dort so ja, Vollblut, aber eben auch sehr viel Halbblut. Ganz nette Mischungen, sage ich jetzt. Und diese Pferde waren auch extrem menschenbezogen, extrem lieb und extrem trittsicher. Also das war so teilweise, wir haben da mit jungen Pferden gearbeitet, die eben noch überhaupt nicht viel gemacht haben. Und die waren aber sofort in einer Grundbalance, die ihresgleichen sucht. Also super, ja. Das Aufzucht ist das A und O. Ja, ist tatsächlich, gebe ich immer auch an Schüler oder Menschen, die an mich rantreten und sagen, kannst du mich unterstützen bei der Suche nach einem Pferd? Das ist wirklich nicht nur, was die Trittsicherheit und so weiter angeht, natürlich auch, was die Versorgung mit Nährstoffen und wirklich die Zusammensetzung der Knochen und so weiter angeht. Aber ja, da muss man schon genauer hingucken. Gerade wenn man Richtung Spanien guckt oder so, da gibt es schon deutliche Unterschiede. Gell? Mhm. Auch Portugal, genauso. Also da gibt es wirklich verantwortungsvolle, gute Züchter, wo halt dann auch so ein Pferdchen ein bisschen mehr kostet als, ja, diese, als viele andere. Macht schon Sinn, ja, sehr schön. Ja, und ja, genau, ist Mandrak. Also du hast jetzt, hattest da jetzt zwei Junge. Mhm. Ja, wie ist Mandrak in dein Leben gekommen? Also das war so. Ich habe letztes Jahr vor einem der, ich weiß nicht mehr wie vielen Lockdowns, einen Kurs in der Nähe von Wien gegeben und dort war eine Schülerin dabei und die hatte ihren Lusitano erst ein paar Monate, weil die ist nämlich auch Intensivärztin und der kam sozusagen deswegen auch verspätet aus Portugal und der war siebenjährig und relativ roh. Und genau, und ihr Pferd hat mich einfach bei diesem Kurs so begeistert, weil die waren sozusagen nicht dort zu Hause, die waren noch nicht lange zusammen und sie ist mit ihm alleine dahin gefahren und der war so vertrauensvoll und so bei ihr. Am Anfang dachte ich noch, so einen langweiligen Lusitaner habe ich noch nie gesehen, weil er einfach so bei ihr war und so ruhig, gell? Also da gab es einfach keine Aufregung. Und bei der Arbeit, also das war dann überhaupt kein Thema, der hat dann schon Energie und alles, also alles in Ordnung mit dem Pferd. Aber eben diese, das, was ich beim Lipizzaner so schätze, dieses Ruhige und wenn du sagst, könntest du ein bisschen mehr Energie? Ja, aber ich bin,
danach, also ich bin immer down to earth, also ich bin immer geerdet. Und genau, also dieses Pferd hat mich beeindruckt, dann ist es halt, wie es ist, ne? Man befreundet sich auf Facebook mit der Züchterin. Guckt man halt wieder Pferde, gell? Was man oft macht. Ja, also ja, also man befreundet sich auf Facebook ganz harmlos. Und dann habe ich von der Lisa, die ist eben aus Deutschland und die lebt in Portugal und züchtet dort eben Lusitanos, habe ich ein Pferdefoto gesehen, da war nur der Kopf drauf und das Pferd dreht sich so nach hinten um und hat halt so ein bisschen irren Blick, ähnlich meiner Tappi, muss ich ehrlich sagen. Ja, und ich sage zu meinem Mann eben, also wenn ein Lusitano, dann so einer. Und eben auch, wo der Inverno herkommt, also das, der Lusitano von meiner Schülerin ist so toll. Und die, ja. Ja, und dann wurde es leider der 20. November. Und ich musste die Dappi einschläfern lassen. Also sie hatte ja ein Knochenmarksödem am Fesselgelenk und das hatte sie sich quasi zugezogen aufgrund einer alten Verletzung. Also das heißt, wir haben sehr lange im Dunkeln getappt, sehr häufig was auf ihre Fehlstellungen in den Hufen. Sie war extrem zähneng, extrem schiefgestellt auch. Also das heißt, dass die Lahmheiten eher von hier kommen, weil es gab eigentlich nicht wirklich einen röntgenologischen Befund. Ja, vielleicht was, was man den Hufen zuordnen könnte. Schall auch immer klar. Und dann in dem Jahr war sie dann im MRT und da war eben klar dieses Knochenmarksödem. Und dummerweise dürfte sie dann auch noch, also die Therapien haben sehr gut angeschlagen, aber es dürfte zu einer Folgeverletzung, Trittverletzung gekommen sein. Und das hat der Knochen nicht mehr ausgehalten. Also musste ich meine geliebte Dabi gehen lassen. Und dann hat mir, ja, also wie ich es halt so verarbeite, um sozusagen den Kreis zu schließen, worüber schreibe ich? Ich habe natürlich auch darüber geschrieben, Dabi ist nicht das erste Pferd, das ich verloren habe, aber es war eine andere Erfahrung, weil wir den Weg wirklich geplant gemeinsam gegangen sind. Und auch wie sich das anfühlt und wie es war, bei meinen anderen Pferden Lebewohl sagen zu müssen, das habe ich natürlich auch verschriftlicht und habe wahnsinnig viele Zuschriften bekommen. Ganz viele Pferde wurden mir im Übrigen auch angeboten, das fand ich dann teilweise auch ein bisschen krass. Aber ja, und dann war eben auch die Lisa dabei, die mir geschrieben hat, dass sie das so ergriffen hat und ja, dass ich meinen Feuerdrachen eben so verloren habe und wir schreiben immer Drachen hin, Drachen her und so weiter. Und dann sagt sie, na, sie hätte eigentlich auch einen Drachen. Also es war jetzt nicht so, es hört sich jetzt vielleicht so an, aber ich hatte in keinster Sekunde das Gefühl, dass die Lisa mir jetzt aufgrund meines Verlustes ein Pferd aufschwatzen möchte, gar nicht, ja. Und es hat auch wirklich viel über, also ja, also in meinem Umfeld hieß es dann ja auch so, ja, wenn der Dappi das nicht passiert wäre, dann hättest du ja noch immer drei. Und ja, und füll diese Lücke doch wieder auf und dir geht so schlecht. Und ich aber dann ewig so, ja, kann man sich denn das erlauben? Und in so kurzer Zeit schon wieder ein Pferd und. Ja, und dann kam das Abenteuer Mandrak und mit ihm so viele andere Dinge. Und ehe ich mich versehen habe, bin ich schon wieder am E-Mail schreiben gewesen und habe eine Ankunftsuntersuchung in Auftrag gegeben. Ja, Mandrak ist ein Lusitano. Ja, also, genau. Ja, bildschönes Pferd. Also ich finde ja, ich kenne dieses Foto, von dem du gesprochen hast, das, wo er dir aufgefallen ist. Ja, wahnsinnig schönes Profil, ja, ganz klassischer Lusitano-Kopf, richtig schön. Ja, total. Ja. Wie ist sein Charakter und wie ist es mit ihm zu arbeiten, wenn du jetzt diese zwei Lipizzaner, diese Hochbegabten da hast, diese stabilen Pferde, die wirklich, ja, dir so viel schenken. Wie ist es jetzt mit Mandrak? Also es war auch sehr einfach. Also
die Lisa meinte, ja, wenn er kommt und so weiter, und er ist ja nicht gehandelt oder kann nichts, nicht weiß Gott was oder so. Ich hatte ja das Glück, dass er vierjährig zu mir kam und auch eben, wie gesagt, nichts konnte. Mhm. Aber er war unheimlich. Also man merkt, also wenn man von der Lisa, Lisa Maas heißt sie mit zwei A, wenn man sozusagen auf Facebook auf ihrem Profil schaut, sie ist ja permanent am Kuscheln mit ihrem Fohlen. Also sie hat heute oder gestern eine wunderschöne Studie reingestellt. Wunderschön. Rocket. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Unglaublich Fohlen, schön. Oder? Ja. Mhm. Fast schwarz noch. Oder ja. Also so, das ist also eine Halbschwester. Bild von einem Pferd. Ja, ein Bild von seine Pferd. Halbschwester. Mhm. Ja, wunderschön. Genau. Jedenfalls, genau, also die Lisa kuschelt mit ihren Fohlen ja so extrem. Also es ist, wenn jetzt jemand, würdest du mich besuchen kommen, Claudia, und wir gehen auf den Paddock Trail raus, dann würde ich dir sagen, Achtung, wenn der Mandrak angaloppiert kommt und im Galopp rückwärts rennen anfängt und dir dann den Hintern ins okay. Gesicht schmeißt. Mhm. Weil er muss dann so, wackelt dann auch noch so mit dem Hintern vor einem. Also das ist ganz wichtig für ihn. Ja, ansonsten ist er sehr, also er hat, es vergeht, glaube ich, kein Tag, wo er nicht auf der Nase sich irgendwo im Cut schlägt, leider. Weil er immer, wenn es geht der Wind, die anderen Pferde so, hoch, es geht der Wind, wir müssen eine Runde galoppieren. Mandrak verschläft, weil er frisst gerade Heu, so, oh, es ist was los. Dann muss er sein Haar schmeißen und in der Stallgasse ist es entweder der Feuerlöscher oder irgendein Pfosten. Also, weißt du, wenn irgendeine Stute daherkommt, er muss sein Haar schmeißen und rennt wieder irgendwo gegen. Also, ja, er ist schon noch ein wirklicher Kindskopf. Also er ist im Vergleich, also wenn ich jetzt Amena ist ein bisschen jünger als Mandrak sogar. Mhm. Die sind beide im April geboren, also das heißt, die werden beide 6. Und der Amena ist so ernsthaft. Also der kann schon auch ein Blödel sein im Sinne von, ja, wenn ich mich jetzt hinlege, dann lege ich mich jetzt hin. Ach so, ist mitten in einem Türeingang blöd, da müsst ihr mich jetzt befreien. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Also das kann dem Amena schon passieren. Aber bei der Arbeit ist der einfach 100% Wiener Beamter, im positiven Sinn. Mhm. Und und der Mandrak ist einfach extrem lustig, immer gut gelaunt, aber wie gesagt, er muss sein Haar sehr viel schütteln. Also das heißt, momentan arbeiten wir da einfach an der Konstanz in der Formgebung über die Oberlinie, Stichwort Rückenschwung, dass er einfach die Freude behält, wenn er eben sich auch präsentiert, aber halt eben, dass wir eben auch ein bisschen länger durchhalten können, dass ich in eine Dehnungshaltung komme, ohne dass alle paar Meter ist. Genau. Aber das ist, da hast du jetzt gerade einen echten, so ein Stichwort, mit dem ich mich gerade sehr stark beschäftige, den Spagat zwischen dieser exakten Arbeit, die wir brauchen, meiner Meinung nach. Also vor allem, wenn ich jetzt meinen Limon Lucero angucke, oder ich habe jetzt auch wieder gerade so eine Island-Stute da, die wie so ein Aal im Chili überall hingeht. Also da brauche ich wirklich, um denen helfen zu können, sehr exakte Arbeit, aber gleichzeitig wollen wir auch Ausdruck und Lebensfreude und die Persönlichkeit des Pferdes ganz hochhalten. Und das ist, finde ich, für mich ganz oft wirklich so eine Gratwanderung. Ja, also, oder sagen wir mal so, eine Gratwanderung, ich denke, mir gelingt es immer besser, aber es, ja, man muss es ganz stark auch im Fokus haben und ganz bewusst auch machen, dass da nicht was verloren geht, tatsächlich. Das ist schon schwierig. Also, wenn ich einen schlechten Tag habe, für mich selber, dann, also wenn ich jetzt sehr energielos zum Beispiel bin, also wenn ich eine große Unterrichtstour am Vortag hatte oder einen Wochenendkurs oder auch vor meinem Pferden Unterricht gegeben habe und da einfach mein Energielevel raus ist, dann mache ich eigentlich gar nichts mehr mit den Pferden, außer dass wir einfach wirklich Kraul-Sessions und miteinander sind.
Wenn ich aber merke, ich kann mich schon noch energetisch auch aufrichten, sozusagen, dann höre ich wahnsinnig gern Musik mit den Pferden, weil ich dann selber so ein bisschen in einem Flow bleibe. Also das heißt, mir macht es dann auch Spaß, mich zu bewegen. Ich vergesse das dann nicht und ich drücke das dann auch ganz anders aus. Es kann schon auch sein, dass mich eine gewisse Musik zum Beispiel in eine bestimmte Stimmung holt, wenn ich auf dem Weg zu den Pferden bin. Das hilft auch sehr. Es kann natürlich auch helfen, dass man sich in jemand ganz anderen verwandelt. Also das heißt, mit meinen Schülern mache ich das auch oft gern, egal in welche Richtung, ob das jetzt sozusagen bedeutet, dass man konsequent einen Wunsch äußern darf dem Pferd gegenüber. Also einfach auch klar ist. Das bedeutet ja nicht immer, also viele glauben dann immer, sie müssen jetzt, weiß Gott, wie dominant oder so irgendwie was werden oder haben dann eben auch Angst, zu streng zu sein. Kann das auch helfen, dass man sagt, wie werde ich jetzt einfach total klar, welche Persönlichkeit bin ich da und welchen Filmstar könnte ich mir dazu vorstellen oder welche Rolle? Also das kann auch manchmal helfen. Aber ich denke, es ist am Boden zum Beispiel immer leichter. Also ich finde es auch am Boden viel schöner, wenn man sich auf Augenhöhe mehr oder weniger, bin ja auch klein, begegnet mit dem Pferd als vom Sattel aus. Also vom Sattel aus finde ich das auch immer schwer, weil man sich ja nicht den Blick zuwerfen kann, so hey, wow, das haben wir jetzt toll hingekriegt. Aber das ist schon ein wirklich wichtiges Thema und deswegen, also ich kann schon auch pitzelig sein, aber ich habe oft das Gefühl, dass ich sicher da vielleicht nicht so genau bin wie andere Kollegen, aber dafür viel mehr aus einer also den Fokus mehr aus einer Bewegungsfreude heraus, Dinge zu formen. Genau. Also so habe ich zum Beispiel viel eher an der Idee einer Schulparade gearbeitet, aus dem Spiel heraus. Beziehungsweise einfach aus der Natürlichkeit der Bewegung, wenn ich jetzt stoppe, wenn ich jetzt vorwärts gehe, also aus der Energie und sehr viel mit Spiegelung da einfach. Also das ist natürlich auch bei Pferden, die unter Pferden aufgewachsen sind, super. Und Stimmt, dieses Stichwort hört man auch ganz viel, gell, wenn du, da will ich auch auf was aufmerksam machen, genau, weil du hast ja ja, wie sagt man, so ein Bodenarbeitskurs oder wie willst du vielleicht das genauer beschreiben, was man bei dir online lernen kann? Also im Prinzip kann man bei mir unsere Bodenarbeit eben auch Schon, gell? lernen, beziehungsweise so wie ich das jetzt mache, also wie ich halt mit den jungen Pferden anfange, was für mich Vorstellung und Biegung sozusagen auch drankommt, was da sozusagen am Stundenplan steht. Das Tolle daran ist, dass ich einfach ganz, ganz viele Schüler filmen konnte, die ja, wir wissen es ja, wenn wir eben Steinbrecht lesen, dann finden wir fünf Zeilen, die zu Tappi passen, fünf Zeilen, die zu Limon passen und dann wird eine ganze Seite zu Rosiero passen und dann wirst du vielleicht in deinem ganzen Abschnitt den Rosiero nie wiederfinden, weil der das Thema nicht hat. Und wir haben aber alle eben ein anderes Pferd. Also ich kann natürlich eine gewisse Technik beibringen, aber dann habe ich das Pferd, das nicht gern vorwärts geht. Oder ich habe das Pferd, das permanent nach seinem Menschen in der Frontposition schnappt. Oder ich habe das Pferd, das mich vor sich herschiebt. Oder ich habe das Pferd mit breiten Hinterbeinen. Oder ich habe das Pferd mit schmalen Hinterbeinen und. Genau, und das ist eben das Nette dran, dass man eben sehr, sehr viele Beispiele hier sehen kann, welche Lösungsansätze ich für die verschiedenen Pferde sozusagen entwickelt habe. Ja, genau, da habe ich, glaube ich, was mal gesehen, auch bei entweder Adin Agila oder bei der Online-Reitschule oder irgendwo. Da habe ich auch ein Video gesehen, wo du übers Spiegeln gesprochen hast. Vielleicht war es auch mal im Zusammenhang mit dem Podcast. Da bin ich jetzt drauf gekommen. Ja, genau. Genau. Ja, das ist finde ich sehr gut, denn Theorie ist das eine und es ist auch wichtig und man kann Bilder dazu zeigen, aber tatsächlich das Bewegtbild erklären am Pferd, das sich bewegt, die unterschiedlichen Typen, die
unterschiedlichen Herausforderungen. Ich glaube, das hilft doch vielen sehr gut. Ja, es ist ja auch so, mir geht es ja auch so, wenn ich zum Beispiel in Dänemark bin, bei Bench, Sommerakademie, ich komme heim und ich reite ja viel besser danach, weil ich ja was Gutes gesehen habe oder weil es mich so inspiriert hat oder ich, ja, das irgendwie aufgenommen habe und direkt umsetze. Das geht tatsächlich. Deswegen, ich liebe deine Videos nach der Sommerakademie, von wegen die Sommerpause ist vorbei, jetzt wird es wieder ernst. Ja, ja, genau. Genau. Ja, ernst im Sinne von so ja, ernst. Ich weiß. Ja, aber tatsächlich, ja, da, dir geht es doch auch so, oder? Da sieht man das und dann will man unbedingt sofort wieder heim zu seinen Pferden. Und es ja, unbedingt ja. Gleich wieder mit den Pferden arbeiten und das so fühlen. Das ist schon schön. Voll. Absolut, ja. Absolut. Ja, und tatsächlich gutes Reiten, und es muss nicht perfekt sein, ja, das will ich, meine ich damit nicht, sondern guten Umgang mit Pferden, gute Erklärungen im Bewegtbild, das ist schon sehr viel wert. Und deswegen kann ich das nur empfehlen, also deine wie nennst du das Format? Online-Kurs ist es, ja. Und wie sieht es aus? Wie lang ist es? Wie viele Einheiten sind es? Puh. Ich glaube, da sitzt du schon ein paar Tage dran. Okay. Und man kann dir dann Fragen schreiben, genau, oder Fragen stellen, oder man trifft sich gelegentlich, oder wie stellt man sich das vor? Genau, also man kann mir Fragen stellen, man kann die einzelnen Videos sozusagen auch direkt bewerten. Es gibt natürlich die Möglichkeit für einen direkten Austausch. Also genau. Mhm. Also mir ist es natürlich einfach auch wichtig, und deswegen gibt es diese Kurse auch einfach nicht immer, dass ich auch eine Betreuungszeit von mir natürlich zur Verfügung stelle und einplane, weil darum geht es uns ja, oder? Egal in welchem Format wir unterrichten, ob wir direkt am Platz stehen oder eine Online-Stunde geben oder etwas unserem Schüler aufnehmen und zeigen, wir wollen ja, dass das funktioniert. Ah ja, okay. Genau. Was ich noch zum Spiegel sagen möchte, was ich denke mir, was ganz wichtig ist, es spiegelt ja das Pferd, was wir machen. Und ich denke mir, das ist auch oft etwas, wenn wir gehen wie ein Holzhacker, dann sind wir nicht sonderlich elegant. Es kann aber wahnsinnig schwer sein. Stichwort zum Beispiel beim Longieren. Ja? Wir bleiben ja jetzt meistens in der akademischen Reitkunst nicht an einem Punkt stehen und das Pferd rennt um uns rum, sondern wir bewegen uns ja mit. Und einer zum Beispiel der häufigsten Fehler ist, dass wir mit dem Bein, das dem Pferd zugewandt ist, ja gerne auf den Zirkel rausdriften. Somit dann auch keine stabile Formgebung bieten können. Also wir sind kein guter mobiler, sondern ein immobiler Pilar, könnte man sagen. Und man wird dann anfangen, sein eigenes äußeres Hinterbein aus der Spur fallen zu lassen und möglicherweise auch nochmal schräg zu belasten. Wenn ich mir jetzt nur, und da muss ich jetzt nicht prima Ballerina sein, achtsam und bewusst darüber bin, wie ich mich bewege, kann ich natürlich auch hier schon die erste kleine Spiegelung setzen, aber ich kann mir auch anschauen, was schlägt denn mein Pferd vor, wie bewegt sich mein Pferd und wie mache ich das mit, und das sind so die ersten so, hey wow, das haben wir gemeinsam gemacht Momente. Und ich denke mir, ich glaube, ich weiß nicht, wie es in dir gegangen, wie in der Ritterschaft so extrem dieser Fokus dann auf die Bodenarbeit gekommen ist. Ich muss ja überlegen, was für ein Pferd hatte ich da gerade. Also grundsätzlich fand ich, ja, was. Es kommt schon ein bisschen aufs Pferd drauf an. Ich weiß, dass mich das auch ein bisschen limitiert hat. Mhm. Ja, also so, ja, weil man so stark angefragt wurde, dass du wirklich alles richtig machst, wenn du ein bisschen Abstand hast und nicht ganz mit der Hand am Kopf und so, da hast du doch ein bisschen mehr Spielraum. Mhm. Also ich denke, das ist schon, aber ich muss ja dazu sagen, ich bin ja ein Nerd, also ich grundsätzlich liegt mir das ja auch. Und ich muss ja sagen,
Ich persönlich, ich muss ja immer meine spielerische Seite in mir fördern und entdecken und rausholen. Ja, aus Sorge oft, also nicht, weil ich nicht verspielt bin, aber tatsächlich die Sorge, dass man dem Pferd nichts, und es kommt einfach auch daher, dass ganz viele Pferde, die ich anfangs hatte, das Service ist das erste Pferd, das nichts hat, dass man ja auch immer so aufpassen musste, ja, dass man alles richtig machen musste, weil man ja um die Schwächen, die körperlichen Schwächen des Pferdes wusste. Ja, und da tut man sich eben nicht so leicht, wenn man weiß, ah, ich will jetzt da nicht dieses eine Hinterbein falsch belasten. Da tut man sich halt schwer mit rumalbern. Ich merke es manchmal, wenn ich mit Pia arbeite und die Pia dann meine Pferde nimmt und die dann eben Sachen macht, so ganz intuitiv und wild, ja, so irgendwie so eben spiegelt und sie was anderes abfliegt mit anderen Mitteln, da denke ich mir dann immer so, aber es funktioniert und die gehen dann nicht kaputt, so schnell gehen sie ja auch nicht kaputt. Und das inspiriert mich dann doch, dass ich sage, okay, mal raus aus dieser Sicherheitskomfortzone. Ja, das ist das, was ich dazu sagen kann. Eigentlich liegt mir ja diese Bodenarbeit, das genaue Bodenarbeit-Ding sehr, sehr. Ja. Für mich ist die Freiarbeit eher die Herausforderung. Also bei uns in Graz war es ja so, weiß noch, ich glaube, das war ein Kurs 2012 oder 13 mit Bent und er kam dann eben und so und jetzt ab heute in der ersten Einheit wird jetzt immer irgendwas am Boden gemacht. Ne? Mhm. Und die Dabi und ich waren beide keine großen Fans der Bodenarbeit, aber ich bin dann auch zu nerdy und zu, ich will es wissen und ich will alles wissen. Ich will mir jede Frage beantworten, aber ich muss gestehen, also ich war ja sozusagen damals die, ja, die Jüngste sozusagen. In dem Stall damals waren wir ja auch einige sozusagen, wo schon eben die Eva war in der Ritterschaft, die Verena, die Silke und so weiter. Und da war jetzt die Begeisterung für die Bodenarbeit damals jetzt nicht mega. Also, weil alle auch bei diesem Kurs so ein bisschen ein Reitthema hatten, ne? Und das natürlich zeigen wollten und du hast nur 3 Einheiten. Also ich glaube, wenn man eine Woche hätte, wäre es eh jedem egal gewesen. Aber und das war dann schon so auch ein bisschen die Attitüde, die für mich mitgeschwungen hat. Und so ein bisschen so, ah, jetzt und jetzt wieder alles vom Boden und keine Ahnung, aber die Bodenarbeit ist doch etwas, was uns auf eine ganz andere Beziehungsebene auch hebt, würde ich sagen. Ja. Und eben auch Bewegung selber, weil wir uns nur mit unserem Körper alleine beschäftigen und nicht die Sitzlegasthenie sozusagen erleiden. Ja, und mir tatsächlich, ich muss ja auch sagen, so oft habe ich ja auch nicht Unterricht und ich bin, wenn ich am Boden arbeite, erstmal mein eigener Lehrer, wo ich das Pferd gut beobachten kann, wo ich sehen kann, wie setzt die Füße und wo ich dann wirklich weiß, wenn ich mich jetzt dann draufsetze, muss ich damit rechnen. Also das ist noch so ein Sicherheitsaspekt, dass ich mich nicht täusche, was ich unterm Sattel spüre. Also ich kann ohne Bodenarbeit nicht. In der Regel mache ich es auch so, dass ich immer vor und nach dem Reiten, also vor dem Reiten bisschen guck, wie bewegt sich das Pferd. Das muss jetzt auch nicht so, also muss ja nicht aus der Führposition, dass ich vor dem Pferd rückwärts gehe, stattfinden, aber doch aus einer Führposition, die adäquat jetzt dazu passt, was ich sehen will. Und danach mache ich das ganz gern auch nochmal, um wirklich den Rumpf zu heben und nochmal ganz anders, dass ich sage, okay, wir haben jetzt ernsthaft und genau gearbeitet, jetzt machen wir nochmal einen Quatsch und galoppieren zusammen los oder so. Also es kann auch sein, dass ich sage, okay, hier nochmal Dinge gerade rücken, die unter dem Sattel vielleicht zu sehr im Fokus waren. Mhm. Also ich arbeite meistens vor und nach dem Reiten kurz am Boden. Mhm. Spannend. Ja, Anna, ich glaube, wir müssen jetzt so langsam zum Wahnsinn, wir sind jetzt schon 1 Stunde 40 Minuten zusammen, unglaublich, mit dir könnte ich
Ja, ich kann das auch nur zurückgeben. Also jetzt habe ich noch viel zu wenig zurückgefragt. Ja, ich melde mich schon. Ich tue mich schon immer wieder einbringen. Keine Angst. Ja, also eigentlich haben wir schon ganz viel von dir gehört. Ich wollte auch nur über die Haltung, wie du dein Pferd hältst. Aber da müssen wir, glaube ich, ein anderes Mal drüber sprechen vielleicht. Vielleicht ergibt sich ja noch mal was. Aber, sehr gerne. Aber ich habe jetzt als Abschluss tatsächlich, würde mich noch wahnsinnig interessieren, weil ich am Jahresbeginn eigentlich alle meine Schüler frage, was so ihr Thema des Jahres ist oder womit sie sich, was sie vorhaben, was sie planen, was so auf ihrer Agenda steht oder so ein großes Ziel, das sie erreichen wollen mit ihren Pferden. Hast du mit deinen einzelnen Pferden, hast du sowas, dass du sagst, dieses Jahr willst du mit dem und dem und dem Pferd daran arbeiten, das erreichen, das erleben? Also beim Konrad ist es ja so, dadurch, dass der eben sehr wenig Schubkraft hat, hat der aber doch Schwierigkeiten gehabt mit der gleichmäßigen oder eine größere Schwingungsamplitude im Rücken zu entwickeln. Andere fanden ihn wahrscheinlich sehr bequem, weil sich da wenig bewegt hat. Ich aber von meinen Trakehnern kommend eine große Bewegung und großen Rückenschwung. Also die Dappi war auch immer sozusagen mein Therapeutikum, mein bester Assistent. Wenn jetzt ein Schüler zum Beispiel einen sehr kurzen Spanier hatte, der optisch jetzt, was die Beine, also wenn man jetzt nur die Füße anschaut, nicht Pass gelaufen ist im Schritt, aber definitiv Pass im Rückenschwung schon gezeigt hat, zum Beispiel. Da war die Dappi einfach wirklich, weil die einfach in jede Richtung, also nach vor und zurück, nach auf und ab und in der Rotation 100% gleichmäßig war. Deswegen fand ich den Konrad eigentlich sehr lange nicht sonderlich bequem, weil er das einfach gar nicht hatte und dann doch irgendwie sich ungleichmäßig angefühlt hat. Also das heißt, ich merke, dass es ihm noch Schwierigkeiten bereitet, auf einer längeren Strecke, sage ich jetzt mal, in diesem Fluss zu bleiben. Also ich möchte gar nicht irgendwie fancy stuff, sondern ich hätte gern eine gewisse Ausdauer in allen drei Gangarten im Rückenschwung. Schritt funktioniert schon sehr gut. Ich möchte sehr genau darauf Wert legen. Das ist nämlich auch so sein, in dem Versammeln und so weiter, dass ich sehr aufpassen muss, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gruppe herein rechte Hand nehme, dass der mir nicht aufhört zu schwingen. Dass der dann sofort in seinen Schulschritt oder was auch immer denkt, dann aber auch, schaut nett aus, aber es haben auch nicht umsonst viele Lipizzaner, die sehr weit jetzt in Hofreitschule oder sonst was, schau dir die Pferde alt an und du hast so einen Rücken und schau sie dir mittelalterlich an und du hast so einen Rücken, also Mittelalter meine ich jetzt so 12, 13 und das muss echt nicht sein. Also das heißt, der kann das, aber der kann es auch falsch. Und also das heißt, dir fehlt, ist es so, dass er insgesamt wenig Bewegung hat oder sagst du, ich habe weniger rauf, runter, aber dafür die Rotation ist ganz gut oder das, so, das Schwingen zur Hand ist ganz gut? Also es fehlt alles drei oder hauptsächlich? Nein, ich habe weniger vor und zurück. Ah ja, okay. Also das heißt, auch so ein bisschen mit dem Thema Rückschub zu spielen, so dass es aber natürlich nicht überhand nimmt, aber dass ich das wirklich auch so begreife, wie es Steinbrecht geschrieben hat, nämlich die Schubkraft auch tatsächlich nutzen zu können. Genau. Und arbeitest du auch mit Anlehnung dann dabei? Oder wie stark ist deine Anlehnung, meinst du jetzt? Ja, genau. Möchte ich nicht haben, nein. Also das war natürlich auch ein großes Thema bei der Dappi, mit der habe ich ja sozusagen dann die Gebisslosreise gestartet. Die war mir auf Kandare immer extrem leicht, Zügel immer durchhängend. Ich hatte kein Thema, ich hatte kein Problem. Aber aufgrund der schwankenden Hüfte hatte ich das Gefühl, dass etwas auf ihrer Zunge sie wohl beeinträchtigt. Und ich dann immer so dieses letzte Quäntchen Stellung. Also so dieses ganz, also so ein bisschen, wo du dir denkst, ach, da könnte ich noch den Unterkiefer so ein bisschen unter den Atlas. Nein, das hat sie nicht hergegeben. Und dann habe ich sehr viel mit Jossi natürlich auch diskutiert und mich sehr von ihm inspirieren lassen auch.
Letzten Endes bin ich bei ihr dadurch draufgekommen, was mir vom Sitz gefehlt hat, nämlich, dass ich wirklich diesen formgebenden inneren Schenkel, der ist jetzt mein Heiligtum. Also das möchte ich einfach wirklich von den Pferden perfekt haben. Und ja, es kann natürlich schon mal passieren, dass ich für einen Moment ein Gewicht in die Hand kriege, aber das ist nicht das, wo ich hin möchte. Also das heißt, ich kann das auch sehr, sehr schön über den inneren Schenkel auch wieder auflösen. Also das heißt, so wie jetzt heutzutage die meisten von uns wahrscheinlich Anlehnung verstehen, das möchte ich nicht. Aber ich glaube nicht so wie ich, also ich verstehe Anlehnung. Ja, nein, nicht das, weil, ja. Aber ich glaube, ja, du hattest ja jetzt nach mir, also ob ich dann ein Gewicht zulassen würde oder so ein bisschen. Genau. Nö. Okay. Genau. Ja, spannend. Aber okay. Bei ihm ist es tatsächlich auch eher so, dass der Konrad sich gerne eher so ein bisschen hinter die Hand, das ist ganz leicht. Ich habe jetzt auch bei ihm einerseits, weil er mal einen Cut hatte vom Spielen, was die, wo die halt miteinander so ein bisschen gebissen haben. Und das war halt genau, wo das der Nasenriemen vom Kavesal wäre. Und ich habe mir dann ein Micklem gekauft. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Micklem Multibridle irgendwas heißt. Das ist, also manche Reiter nehmen das ganz gerne, glaube ich, mit Trense kombiniert und haben dann, also der Nasenriemen ist normal auf der Nase und dann ist es aber so ein bisschen, als wäre es ein hannoveranischer Nasenriemen. Ah, okay. Also es geht etwas näher am Kinn drunter, lässt aber die Backenzähne komplett aus. Ich nutze das jetzt momentan auch bei Mandrak. Wir haben natürlich unseren Zahnarzttermin jährlich zur Kontrolle sowieso, aber bei Mandrak, glaube ich, tut sich noch einiges in puncto Zähne. Und der empfindet das auch gerade wesentlich angenehmer. Und da bin ich eben jetzt ohne Bezahlzüge, sagt dem Bodo liebe Grüße. Ja, Bodo liegt neben mir. Ja, ich hatte was gehört. Tut mir leid, aber es ist halt so. Macht ja nichts. Hinten ist auch noch eine Katze, oder? Ja, das ist Pummelchen. Pummelchen? Ja. Moin. Ja, also jedenfalls kann ich da, also das hat auch so Ringe, du kannst das im Prinzip, also es hat auch vorne einen Ring, also du kannst es wie ein Kapzaum ganz normal nutzen. Und das habe ich jetzt momentan in Gebrauch, weil ich da auch das Gefühl habe, ich kann ihn, wenn er sich so ein bisschen, wenn er eher hinter die Hand gerät, dass ich ihn da besser so ein bisschen nach vor dirigieren kann. Aber ich habe eben auch nicht eine beizäumende Wirkung jetzt, wie eben durch die Bosalzügel. Spannend. Okay, und mit dem Amina, hast du da so ein Ziel? Also Amina tut sich ja mit allem extrem leicht, was Takt im Trab, also Zweitakt ist immer, alles im Zweitakt ist super. Er kann schon auch galoppieren, um Gottes Willen, so ist nicht. Aber da würde ich gerne noch mehr in die Selbstständigkeit, also sprich, dass er auch gar nicht so viel, also ja, ich hätte einfach gern einen netten Kampagnegalopp, sage ich jetzt mal. Also das heißt, an der Hand und ich kann bequem mitlaufen dabei. Versammelte Sprünge schafft er schon sehr gut, aber ich würde das jetzt noch gerne ein bisschen mehr ins Vorwärts entlassen können. Genau, und dann möchte ich auch mit dem Armener heuer mehr ausreiten gehen können. Also das heißt, ja, das ist ja auch immer schwer, wen nimmst. Und er kommt da eher auch immer zu kurz, weil der Konrad das ganz gut auch zum Figurhalten brauchen kann. Amina und Manta haben ja nicht das Problem, die können alles essen und werden nicht dick. Genau, und beim Mandrak, ja, schau mal, also da bin ich auch noch so manchmal so ein bisschen im Wickelwackel, weil sich der ja grundsätzlich auch durch diese extreme Stabilität kennzeichnet, wenn er jetzt nicht gerade sein Haar schüttelt. Aber ich denke, also er versteht ja ganz viel. Also wir haben jetzt in dem ersten Jahr im Prinzip die Seitengänge gemacht. Ich habe gemerkt, dass ich mit ihm nicht so rummäkeln möchte, jetzt wenn er mal in der Stellung noch nicht ganz perfekt ist und so weiter. Gell? Also da habe ich das Gefühl gehabt, der ist dann auch irgendwie zu verspielt, zu klein. Der, dem
lass den noch ein bisschen Kind sein, so ungefähr. Und auf der anderen Seite ist es aber auch schwer, weil er ja die Dinge, weil er vieles schon sehr, sehr gut versteht. Und ich hätte dann auch manchmal das Gefühl, wenn ich ihn jetzt aus allen Positionen Gruppe hereinfrage, dann wird ihm vielleicht langweilig oder so irgendwie. Ja, also vielleicht mache ich es bei ihm auch ein bisschen anders, weil, also ich glaube, das nicht mal fünfmal bin ich schon drauf gesessen, habe mich einfach führen lassen, also nur so drauf sitzen. Und Zügel findet er natürlich noch komisch, aber wenn ich jetzt einfach nur so drauf sitze und es führt mich ein Schüler, das findet er ganz toll, da ist er wahnsinnig stolz und das muss er jedem erzählen und da ist er überhaupt der Beste. Also, ob ich nicht da ein bisschen was dazu nehme, weil es ihm einfach auch scheinbar so gefällt. Also er parkt sich auch immer gerne vor diversen Aufstiegshilfen und was weiß ich was. Also das findet er auch immer recht witzig. Ja. Sehr schön. Hast du jemanden, der dir hilft bei den Jungpferden oder machst du es einfach allein? Also ich habe ja jetzt einige Schüler bei mir, die bei uns wohnen sozusagen. Da kann ich natürlich fragen. Aber jetzt zum Beispiel, was den Armener anbelangt, da hätte ich mir manchmal vielleicht, wäre es am Anfang, der war einfach nach dem Umziehen auch so ein bisschen stürmisch. Gell? Also da hat man so gemerkt, wenn ich konnte jeden draufsetzen, wenn ich am Boden bin, ist alles gut. Gell? Aber wenn niemand dabei ist und ich bin am Boden und er sieht mich nicht gut und ihm fehlt so die Sicherheit, das war schon, also da war ich total dann mit dem wirklich jetzt, wir reiten wirklich an, alleine, aber das ging dann doch gut. Also ich denke mir, viele Schüler von mir müssen ja auch alleine zurechtkommen. Und wir haben dann halt einfach auch immer geswitcht. Also da habe ich es in der Tat, jetzt erinnere ich mich, auch ein bisschen so gemacht wie du. Also ich setze mich mal drauf, ich steige wieder ab, vielleicht setze ich mich halt gar nicht mehr drauf oder so. Also einfach mal schauen, was geht. In dieser Selbstständigkeit. Ja, ich denke mal, wenn man Zeit hat, es ist auch alles kein Problem. Gell? Dann lässt man so ein bisschen sein Gefühl spielen und weiß dann schon, heute kann ich mich ohne Probleme draufsitzen. Und heute lasse ich lieber bleiben. Also das total. Kriegt man schon. Und es ist total Zeit. Unterschiedlich. Also wie gesagt, es hat der Armener jetzt überhaupt nichts Schlimmes gemacht, aber der hat einfach viel mehr Sicherheit gebraucht. Der ist auch noch jemand, wenn heute kamen neue Zaunlatten geliefert, also Projekt Ponyhof ist ja immer noch im Tun und Werden und so weiter. Und dann lagen die natürlich so unter einer Verpackung auf der Seite neben der Halle, haben wir es halt aufgeschlichtet. Und da musste er sich hinter mir verstecken, wie wir dort vorbei sind. Also also da ist er dann oft, so brav er ist, viel unsicherer und Mandrake ist viel kürzer bei uns und viel exaltierter, wo ich aber witzigerweise ein ganz anderes und viel sichereres Bauchgefühl habe, wo ich, ja, also den bin ich auch, also da hatte ich auch nur Kappzaum und die kurze Longe mit und mal einen Sattel drauf und habe mich einfach so draufgesetzt und wieder abgestiegen. Also, ja. Ja, schön. Ja, vielen Dank, Anna, dass du uns so eingebunden hast in deine Gedanken und in dein Leben so ein bisschen. Das ist sehr schön. Freut mich natürlich auch für alle, die, also es wird diese, wie die anderen auch, diese Aufnahme auch auf meinem YouTube-Kanal dann erscheinen und die schauen sich doch immer mehr an. Also ich glaube, das werden sehr viele davon profitieren, von dem Einblick in dein Leben, Anna. Dankeschön. Freut mich sehr. Claudia, wer wird dich interviewen? Ja, keine Ahnung. also ich gebe ja immer wieder was Preis von mir. So ist es ja nicht. Ja, aber ich spreche gerne eine Gegeneinladung mal aus. Ja, machen wir doch. Ja. Ja, mach mal. Super. Schön. Freue ich mich. Ich habe jetzt gerade allerdings schriftlich ein Interview gehabt für die Tschechei. Also die tschechische Schülerin hat mir wirklich ganz viele Fragen geschrieben und die habe ich jetzt beantwortet.
Und ich übersetze es, weil da leider viele nicht ganz so toll Englisch können und Deutsch natürlich auch nicht. Und sie übersetzt es jetzt für mich. Ja, also insofern, aber das gibt es nur schriftlich. Mhm. Und auch, glaube ich, nur in Tschechisch. Also ich war ja auch mal in Tschechien und ein bisschen in der Slowakei. Mhm. Und da weiß ich noch, bei einem Kurs haben alle erzählt, ja, sie waren bei der Claudia Strauß, sie waren ja, so begeistert und so weiter, ja. Ja, schön. Ja, so klein ist die Welt, gell? Mhm. Da kreuzen wir oder vermischen sich die Schnittmengen. Aber das ist ja das Schöne. Das ist echt. Ja, und vor allem ist es ja auch gut, weil ich meine, ich denke mir, wie oft ist es uns allen so gegangen, dass man, also ich denke mir, du kennst es ja auch aus der Kursorganisation, man hat dann natürlich einige Stammreiter, die auf was hinarbeiten, die... da ist es schon fast Tradition, dann kommen aber neue Interessierte dazu und neue Schüler und du kannst einfach nicht jedem jetzt einen Kursplatz geben. Es geht sich einfach, also wir würden es ja sofort machen. Also ich hätte jetzt nichts dagegen, Christopher zum Beispiel eine Woche bei uns zu haben. Wäre fein, aber es geht halt einfach leider nicht. Und so gesehen finde ich es super, weil bei dem Kurs, wo ich war, da haben die Zuschauer erzählt, dass sie diesmal eben bei mir zuschauen und bei dir Praxis, glaube ich, mitgemacht haben. Ich glaube, eine hat vielleicht beides gemacht, aber da weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und das finde ich aber total nett, weil man so einfach viel mehr die Möglichkeit bekommt, nicht more of the same, sondern ja, die Spezialitäten sozusagen der akademischen Reitkunst kennenzulernen. Ja, also ich glaube auch, das ist ja das, was uns stark macht als Gruppe und auch, was ja auch uns alle so viel weiterbringt. Jeder Einzelne wäre nie so weit gekommen, wenn wir Eigenbrötler und jeder vor sich hinwurschteln würde, auch wenn wir vom Band nach wie vor Unterricht hätten. Aber ich glaube, der Austausch und ja, die Dynamik in der Gruppe, das hat da schon noch viel mehr da vorangetrieben. Also so geht es mir jedenfalls. Also ist eine allerletzte Frage, weil du Christopher angesprochen hast. Mhm. Hast du irgendwelche Termine, die du noch ankündigen willst? Irgendwelche Live-Seminare, die du selber gibst oder wo du Referenten oder die Ausbilder eingeladen hast? Okay, also grundsätzlich habe ich alle Termine unter einfachreiten.com, sowohl meine eigenen als auch die Gäste. Und wir haben heuer bitte eine Premiere. Hm? Ja gut, ich gehe es chronologisch durch. Also wir haben zum ersten Mal Band bei uns und das ist jetzt sozusagen eine neue Location und deswegen wird es auch sehr klein sein. Mhm. Ich werde auch noch die Möglichkeit einer Online-Teilnahme bzw. Nachschau besprechen dahingehend, weil wir werden eben auch nicht so viele Kapazitäten, also für so viele Leute einfach haben. Mhm. Ja, genau. Und dann haben wir die Premiere, Rebecca kommt. Mhm. Dahlgren, die Frau von Christopher. Dahlgren. Ja, vielleicht für diejenigen, die sie nicht kennen. Sie ist Schülerin von Honza Blaha und ihre Spezialität ist die Freiarbeit und auch das Freireiten. Hm. Stimmt es so, auch aus deiner Sicht? Ja, absolut. Also ich weiß nicht, wie viel, also Honza Blaha kenne ich natürlich jetzt vom Hörensagen. Ich glaube, dass sie schon, aber das, wie gesagt, nagel mich nicht fest. Ich glaube, dass sie schon auch einen sehr individuellen Stil hat und was mir besonders gut gefällt ist, dass seitdem sie uns auch auf der Sommerakademie Einblick in ihre Arbeit gegeben hat, dass ich das Gefühl habe, dass, so wie Christopher die akademische Reitkunst interpretiert, noch besser verstehen zu können. Mhm. Also seine, wo er Schwerpunkte und Wichtigkeiten sozusagen hinlegt. Mhm. Genau, und dann, dann ist der Band bei der Viktoria in Wien im Juli. Wir haben diesmal sozusagen die Termine getauscht, weil die Viktoria immer im April, jetzt 2 Jahre Corona-bedingt, einmal ist ganz ausgefallen, einmal war es online. Mhm. Und damit, also Juli ist ja doch ein eher sicherer Termin, damit sie wirklich jetzt live hat, haben wir eben geswitcht. Mhm. Und dann im September kommt auch nochmal Christopher. Mhm. Super. Genau. Ja, schön. Und wie gesagt, magst du nochmal, also deine Seite www.einfach.com
Bindestrich Nein, oder Minus. Einfach in einer, alles einfach zusammen. In einer Wurst. Einfachreiten.com. Genau. Super. Also da kann man alles nachlesen, da kann man auch Kontakt mit dir aufnehmen. Da sieht man, genau. Da findet man auch die Infos zu deinem Bodenarbeits genau, da kann man Workshop sich in, richtig, alles. Genau. Da kann man sich eintragen, dann kann man auch Videos kriegen. Ja. Super. Und bekommt alles mit. Genau, super. Was ich so podcaste, YouTube, blogge oder vlogge, wie modern. Das, ja. Jetzt habe ich doch mal, noch mal eine letzte Frage, sorry, aber das interessiert mich jetzt speziell ganz persönlich. Ja. Glaubst du, was wird so in Zukunft die Plattform sein, auf der man sich trifft? Facebook, habe ich so das Gefühl, wird immer weniger. Es gibt mehr zu Instagram, gibt es irgendwie, ist es auch in deiner Sicht so oder gibt es was Neues? Naja, also ich weiß nicht. Also Instagram, ich weiß es nicht. Siehst du dich als Instagirl? Ja, also ich werde zum Instagirl. Ich habe letzte Woche, glaube ich, meine erste, wie sagt man da, Story veröffentlicht. Bitte, ich habe das erst auch, nie verstanden, warum man Stories veröffentlicht, weil die sind ja dann weg. Ja. Also mein Sohn macht das auch ganz viel mit Stories. Ja, weißt du jetzt, warum man es tut? Ich weiß es nämlich auch nicht. Ja, ich glaube, weil wenn man Stories postet, dann erscheinen die irgendwie, also dann wird man darauf aufmerksam. Wenn man einfach nur meinen Instagram-Account anschaut und ich finde den nämlich ziemlich gut, muss ich sagen, also ich habe tolle Fotos drin, nee, ich bin, also rein optisch, aus der grafischen Sicht und auch ja, ich schreibe da nicht zu viel dazu, aber ja, eigentlich finde ich das ganz, man, also gibt einen guten Einblick in meine Art zu. Wie komme ich da drauf? Ja, genau. Aber ich hatte so das Gefühl, da guckt man einmal drauf und dann nie wieder. Weißt du, es ist, dass man dabei bleibt, wie bei Facebook, wenn man irgendwie Sachen veröffentlicht. Das, glaube ich, funktioniert nur über Stories. Aber ehrlich gesagt, so genau kenne ich mich auch nicht aus. Also aber ich merke, sogar Bent macht Insta-Stories jetzt mittlerweile. Der hat vom letzten Kurs mit Kenneth, hat er eine Story auf Instagram. Na, Wahnsinn. Gepostet. Vielleicht muss er es uns erklären, ich weiß nicht. Also ich bin draufgekommen, man kann auch auf diese Fotos was draufschreiben oder malen oder sonst irgendwie was. Also, aber nur, wenn du eine Story machst. Ja, ich habe heute eine gemacht, aber es war nämlich so, dass die Pferde heute völlig irre um die Heuraufe gerannt sind, weil es war lustiges Rennen angesagt und dann sind die Dicken, sage ich jetzt mal, ich darf das sagen, umgefallen und waren kaputt und haben wirklich so in Seitenlage, also es war ein herrliches Foto. Und ich dachte, das schmeißt, also jetzt probierst du das mal aus und ich habe aber blöderweise, also offensichtlich darf man die nur im Hochformat machen. Okay. Aber ich wollte doch alle Dicken raufkriegen. Und deswegen habe ich ein Querformat, also erste Story gleich schon mal blöd angestellt. Naja, okay. Ja, also. Aber du hast auch jetzt eine neue. Aber schau, irgendwas ist ja da so im Werden. Also irgendwas verändert sich. Ja, aber vielleicht, weil man auch irgendwie das Gefühl hat, man muss da jetzt auch irgendwie mitmachen, weil es sind ja irgendwie alle auch dort und also das verändert sich schon. Ich kann jetzt nicht sagen, wo es hingeht. Was ich definitiv mir wünschen würde, wäre, wenn Kanäle eine längere Aufmerksamkeitsspanne beanspruchen würden. Also ich weiß gar nicht mehr, wo ich das jetzt gelesen habe, aber ich glaube, auf irgendeiner Sonntagszeitung gab es so eine Beilage über Modernes und Medien und was weiß ich was und dass jetzt die Aufmerksamkeitsspanne nicht mal, also sich, es dreht sich nur noch um Sekunden, wo man früher wirklich Minuten was gelesen hat, im, sei es jetzt Internet oder so. Und das finde ich schon einfach sehr schade, weil wir nur noch so Häppchen, 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 Häppchen. Und da frage ich mich einfach, ja, wie passt das auch mit der akademischen Reitkunst zusammen? So wie wir Inhalte lehren und so wie wir uns wahrscheinlich auch wünschen, dass unsere Schüler die aufnehmen. Ne? Ja. Also das ist jetzt nicht Reitkunst to go. Ne? Nee. Ja, spannend. Sehr interessant. Aber dann werden wir in Zukunft auch noch öfters mal eine Insta-Story von dir sehen, oder?
Ich lerne von dir, Claudia. Ja, ich bin auch ganz am Anfang. Aber ich kann gerne, ja, ich werde, also über dich habe ich ja auch eine Insta-Story. Ich hatte ja auch dich in der Insta-Story. Ja, es ist total peinlich. Ich habe auch bei der Online-Pferdemesse total lieb so viel Feedback über Instagram. Und dann lese ich kriege eine Instagram-Nachricht und schaue so auf dieses Handy und denke mir so, ja, und wo ist das jetzt? Und das, ja, also wirklich ganz schlimm. Ja, aber wir, auch da werden wir reinwachsen. Gut, Anna, vielen, vielen Dank für deine Zeit. War mir ein Vergnügen, war sehr unterhaltsam. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und morgen ganz viel Spaß mit deinen Pferden. Danke. Und bis bald. Wir sehen uns ja live und es geht ja ganz schnell. Im August, oder? Ja. Freue ich mich schon. Es geht ratzfatz. Tschüss. Gute Nacht euch allen. Schönen Abend. Tschüss. Ade. Ciao. Ich glaube, du musst es jetzt beenden, weil du bist ja die Ich mache Schluss. Aber mach Schluss.